Blutzucker. Ein spannendes Thema für ein Webinar. Wie kommt man denn dazu? Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und ich glaube, wir haben ein paar ganz überraschende Informationen mitgebracht. Mein Name ist Johannes Heppenheimer. Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend begrüßen darf. Neben mir sitzt Nadja Bayer, Ernährungswissenschaftlerin, und wir wollen heute Abend mit Ihnen ein bisschen über das Thema Diabetes, Blutzucker nicht philosophieren, sondern ganz seriös mit Fakten und wichtigen Informationen Sie ein bisschen schlauer machen, was das Thema, wie kann ich vorbeugen, wie nutze ich Informationen, um, wenn ich Diabetiker bin, das eine oder andere an Lebensqualität wieder zurückzugewinnen. Nadja, wir haben so ein paar verschiedene Diabetes-Typen, wie man lesen kann, wenn man sich ein wenig mit dem Thema beschäftigt. Da gibt es den Diabetiker Typ 1, den Diabetiker Typ 2 und den Diabetiker Typ 3. Fast verwirrend. Ja. Kannst du was zum Diabetiker Typ 1 sagen? Ja, also das ist ja der kleinere Anteil der Leute, die Typ 1 haben. Also im Vergleich, also wir haben... Also überhaupt mal so, ich glaube mal eine Größenvorstellung, ungefähr 8 Millionen in Deutschland, die Diabetes haben. Typ 2, muss ich dazu sagen, ein ganz kleiner Anteil, 5%, haben nur diesen Typ 1 Diabetes. Der ist meistens immunologisch bedingt, sprich Autoimmunerkrankungen spielen da eine Rolle, tritt meistens auch früher im Leben auf, während der Typ 2 klassisch eigentlich etwas später auftritt, wobei wir leider immer mehr Kinder haben, die auch einen Typ 2 bekommen. Und dann gibt es natürlich die Grauzone, unter der leider viele von uns sich befinden. Das ist die Insulinresistenz. Ist noch kein Diabetes, aber ist so dieser Prädiabetes. Und dann haben wir noch den schönen Typ 3. Kannst du auch noch was dazu sagen? Dieser Begriff wird für verschiedene Dinge benutzt. Also, ja, also es ist in der Tat so, der Diabetiker Typ 3, das sind vermutlich etwa 5%, maximal 10% der Menschen, die von Diabetes betroffen sind, die fallen in diese Rubrik Diabetes Typ 3. Da weiß man die Ursache nur bedingt. Da gibt es Autoimmunerkrankungen, die eine Rolle spielen. Da spielt Alzheimer eine große Rolle. Warum ist denn Alzheimer da so bedeutsam? Ja, das ist nämlich ganz spannend, weil ich hatte eben gesagt, Insulinresistenz ist der Schlüsselbegriff, weil das Gehirn halt auch insulinresistent werden kann. Und der Teil, der bei Alzheimer so stark betroffen ist, ist dieser Hippocampus. Und der braucht Insulin, um Zucker aufzunehmen. Der Rest des Gehirns nämlich nicht. Der kann insulinunabhängig den Zucker aufnehmen. Ist natürlich auch wieder manchmal nicht so toll, weil wenn wir ganz hohe Blutzuckerspiegel haben, dann überschwemmt das Gehirn natürlich, wird es auch von Blutzucker überschwemmt. Und dieser Teil, der braucht Insulin. Und wenn das nicht mehr richtig funktioniert, kann dieser Teil des Gehirns, der für Gedächtnis, für Lernen verantwortlich ist, nicht mehr gut funktionieren und nicht mehr Zucker aufnehmen. Und letztendlich fehlt ihm Energie und dadurch wird Alzheimer stark begünstigt. Und deswegen dieser Begriff Alzheimer Typ 3 wird auch gern dafür benutzt. Okay. Genau. Und was ich vergessen hatte eben noch, weil du mich zu Typ 1, Typ 2 vielleicht, dass man auch mal sich bewusst macht, das sind zwei komplett verschiedene Erkrankungen. Ja. Also die haben, eigentlich ist es schade, dass sie denselben Namen tragen, weil es verwirrend ist. Sie haben alle als Symptom den erhöhten Blutzucker, aber die Ursachen sind komplett anderer Natur. Die einen haben nämlich zu wenig Insulin, das ist der Typ 1. Und die Typ 2er und die mit Insulinresistent, die haben eben zu viel Insulin. Und das ist ja eigentlich verrückt. Ja. Typ 1 kann auch gut behandelt werden. Und wenn's muss behandelt werden, kann aber auch gut behandelt werden. Ja. Und beim Typ 2 Diabetiker, mit dem wir uns heute schwerpunktmäßig beschäftigen, da spielen ja verschiedene Dinge eine Rolle. Ja, da gibt es die Thematik, es kann zu wenig Insulin geben, es kann aber auch sein, dass die Zelle eine Insulinresistenz entwickelt hat. Und bei 2 ist es eigentlich immer eine Insulinresistenz, immer zu viel Insulin. Und dann sagt der Körper, ey, mir ist das echt too much, ich habe auch schon so viel Energie in mir, so viel Zucker, dass ich dann auch in Fett umwandeln muss zwangsläufig. Da sagt die Zelle einfach stopp, stopp. Mhm. Dann kannst du noch, und dann schreit natürlich die Bauchspeicheldrüse nie, jeder muss aber, der Zucker muss ja irgendwo hin, der im Blut ist. Ja. Und dann produziert die Bauchspeicheldrüse wie bekloppt um das Vierfache teilweise. Insulin und dann das reicht dann irgendwann, die Zelle macht dicht, die sagt, nee, ich will da aber nichts mehr drin haben, und dann haben wir die pathologisch steigenden Blutzuckerwerte. Aber vorher steigt immer das Insulin, also der Körper versucht ja irgendwie das auszugleichen, genau, und das packt er irgendwann nicht mehr, und dann wird so langsam wird der Blutzucker halt immer höher, und irgendwann kommen, ist ja meistens Zufallsdiagnose, dass die Leute zum Arzt kommen und feststellen, ups, ich habe einen Diabetes, ja?
Wir können ja vielleicht noch über die Anzeichen sprechen, die dann, woran könnte ich das denn merken? Ne? Ein guter Gedanke, den greifen wir auf jeden Fall in unserem Gespräch noch auf. Ja. So ein paar Fakten noch am Rande dazu. Wir haben jedes Jahr etwa 500.000 Neuerkrankungen. Daran kann man, denke ich, schon sehen, das ist so eine der Zivilisationskrankheiten, die uns durchaus das Leben schwer macht. Diabetes Typ 2 kann auch fatale Folgen haben, werden wir auch noch drüber sprechen. Und wir haben eine Dunkelziffer, die liegt ja, ungefähr bei 2 Millionen. So ganz genau weiß man es nicht, aber an dieser Dunkelziffer allein schon kann man sehen, dass es wichtig ist, eben zu gucken, wie kann ich denn erkennen, dass ich möglicherweise betroffen bin und was kann ich tun, um auch wenn ich vielleicht nicht 100% betroffen bin, doch präventiv etwas zu machen, damit es gar nicht erst so weit kommt, dass ich in eine behandlungspflichtige Diabetes-Situation komme. Ja. Bei der Frage der Ursachen für den Diabetes Typ 2 und eben auch mit dem Gedanken, dass es eine Zivilisationskrankheit ist, sind die Diabetes Typ 2 Menschen denn selber schuld, dass sie den Diabetes Typ 2 haben? Das ist natürlich eine gemeine Frage. Das also, stimmt, ja. Da wir ja alle so ein bisschen insulinresistent sind, was ja schon eine Vorstufe ist, würde ich mal sagen, jein. Also unser Lebensstil, der ist schon nicht artgerecht. Das sagst du ja auch immer so schön. Ja, ja. Wir machen halt alles das, was die Natur will, dass wir nicht tun. Nämlich stillsitzen, möglichst nicht bewegen. Und dann haben wir noch, dass unsere Ernährung sich so stark verändert hat, gerade in den letzten 100 Jahren, dass wir so energiedicht essen wie noch nie bei so wenig Bewegung. Und das führt natürlich zu einem Ungleichgewicht. Plus, dass die Nahrung natürlich teilweise Kalorien enthält, aber keine Nährstoffe. Mhm. Und dadurch fehlt uns was wir auch brauchen für den Zuckerstoffwechsel. Die Leute denken ja immer, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber wir brauchen B-Vitamine, wir brauchen Magnesium, wir brauchen Kalium, damit wir den Zucker verstoffwechseln. Wenn ich jetzt die ganze Zeit Weißmilch futter, mal als Beispiel, dann kommt mein Körper irgendwann in Not. Weil wir müssen mit der Nahrung immer das mitliefern, an Nährstoffen, an Vitalstoffen, die wir für die Verarbeitung brauchen. Wenn wir immer nur Kalorien, die aber nichts mitbringen, was bei der Verarbeitung hilft, dann hat der Körper, ist ein Stressmoment. Also insofern, ja, wir haben ein Stück weit Schuld, aber es ist ja auch so, dass die Anforderungen, die an uns gestellt werden mit einem 9-to-5-Job oder die Kinder in der Schule schon so viel rumsitzen, Sport eigentlich fast gar nicht mehr läuft, weil die meistens ausfallen und die Lehrer Probleme haben, für Ersatz zu sorgen, wenn Lehrer krank sind. Also es kommt völlig zu kurz, weil es ist eben diese Kombination aus Fehlernährung, Überernährung, Bewegungsmangel und Stress. Und dazu steht auch Schlafmangel. Ja. Wichtiges Thema. Also ich ziehe das mit dem Selbstschuld tatsächlich ein bisschen zurück. Ja. Aber es gibt natürlich schon einen Grund, warum ich das so ein bisschen provokativ gesagt habe. Mhm. Wir haben natürlich schon die Herausforderung. Ich erinnere mich, als Kind war das eben so, ach, dann nimmst du mal ein Stück Traubenzucker, da wird es schon wieder, ja? Ja, okay. Mhm. Ist das so? Natürlich nicht, ja. Wir haben Zucker ist Zucker, ja. Und dann haben wir ja die berühmten Saturn bringt verbrauchte Energie zurück Werbung. Es ist, glaube ich, ein anderer Planet gewesen, ja. Und wir sind natürlich auch beeinflusst von all solchen Faktoren, mit denen Kinder groß werden oder vor 50 Jahren schon angefangen haben, groß zu werden, mit Lebensgewohnheiten und Ernährungsgewohnheiten, die eben die Auftretenshäufigkeit durchaus begünstigen von Erkrankungen wie Diabetes. Ja. Ja. Und deshalb, wir wollen jetzt nicht missionarischen Eifer ans Tageslicht zerren, aber schon so ein bisschen gucken, wenn wir uns bewusst sind, dass das meiste von unseren Lebensgewohnheiten, gerade im Bereich Ernährung, Bewegung, wie wir es so gelernt haben, als wir groß geworden sind, eben mit Ursachen begünstigend ist, unter anderem für Diabetes, aber auch für eine Reihe von anderen Erkrankungen, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, die hängen auch viel mit Lebensgewohnheiten zusammen. Ja? Dann glaube ich, ist das schon der erste Schritt, zu sagen, Mensch, wenn ich so einen Bewusstseinsprozess mal anstoße, dass ich mit dem, was ich tue und wie ich mit mir selber umgehe, dass ich da einen wichtigen Ansatz habe, auch präventiv was zu machen, glaube ich, da sind wir schon im guten Bereich. Was ich erschreckend finde, ist,
dass wir inzwischen auch schon sehr viele Kinder und Jugendliche haben, die da betroffen sind. Und da ist es, denke ich, sicherlich ganz klar, wie du sagst, Sport in der Schule, das hat nicht mehr so die Bedeutung wie auch schon. Ja, Im da. Verein auch weniger. Dann haben wir, was wird denn aufs Pausenbrot gepackt? Was gibt es zum Frühstück morgens? Ja, wird überhaupt gefrühstückt, Ja. wenn wie? Und dann auch die Sache, ich sag mal, gerade Kinder, Emotionen verarbeiten ganz viele mit Essen. Also es gibt ja bestimmte, natürlich naturelle, der eine setzt es anders um und kompensiert anders, aber es wird schon sehr viel mit Essen kompensiert. Also durch Stress allein bei uns Erwachsenen, aber auch Kinder. Also Kinder, wenn die lernen, von klein auf auch mit Süßen belohnt zu werden, das ist so ein Mechanismus, den viele Eltern anwenden, weil sie endlich ihre Ruhe haben wollen. Aber der gräbt sich natürlich in die Psyche der Kinder ein. Also wenn es mir nicht gut geht, esse ich was Süßes oder was Süßfettiges, weil das belohnt das Gehirn am meisten. Und dann ist da so ein kleiner Teufelskreis drin, den man echt aktiv durchbrechen muss, weil man immer emotional ist, man ja im schwächsten Moment. Da kommt man nicht mit der größten Willensstärke um die Ecke, ne? Und das ist dann, da nutzt natürlich die Lebensmittelindustrie das auch gnadenlos aus. Die weiß genau, was lecker schmeckt und in Klar. dem Moment auch ganz stark belohnt und sich, ja, man fühlt sich einfach besser. Aber langfristig eben nicht. Langfristig ist Genau. immer eine andere Geschichte. Wir hatten es ja schon mal, ne? Zu salzig, zu süß, Zu zu fettig. fett. Das sind so die Genau. drei Dinge, die eine Rolle spielen. Ja. Und dann mit Bewusstsein anstoßen. Aber dann ist es natürlich auch wichtig, gute Informationen zu haben. Ja? Wenn ich ein gutes Frühstück machen will, ja, und sage mal, ich bin ein bisschen Diabetesprävention, mein Lieblingsfrühstück ist ja ein grüner Smoothie, aber dem fehlt noch was, glaube ich. Ja. Wollt's jetzt schon auf die Ernährungstipps so ein Naja, bisschen? da können wir vielleicht mal einen einflechten, ja, wenn wir Ja, gerade so ja. ans Praktische kommen. Ja. Ja, also dein grüner Smoothie ist schon ein Ansatz. Ich würde ihn natürlich ergänzen. Also grün, erstmal super, viel Magnesium. Alles, was grün ist, enthält viel Magnesium, weil Teil der Photosynthese, also du brauchst immer Magnesium für Photosynthese. Also jede grüne Pflanze hier, viel Magnesium, die ist nicht essbar, also bitte. Das machen wir nicht heute, ja. Die machen wir nicht in Smoothie. Genau, das schon mal super. Dann hast du Ballaststoffe. Die verzögern ja immer so die Magenentleerung. Damit flutet das alle ein bisschen langsamer an im Blut. Dann hast du da Kalium drin, super. Du hast relativ wenig Kohlenhydrate insgesamt, wenn du dich da jetzt Banane reintust und Nein, alles. ich habe ja ganz grün. Wir waren Grün, ja, also grün. eine Möhre zum Beispiel und so Das als könntest du noch mit Antioxidantien, reinpacken, mag hat ich einen gerne. niedrigen glykämischen Ja, Index, ja. können wir noch drüber reden. Also alles, was so ein bisschen langsam anflutet, sehr gut. Dann hast du Bitterstoffe drin, Polyphenole. Ich denke mal, Spinat ist schon so ein bisschen. Und da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr drauf. Dieser bittere Geschmack, dieser leicht herbe Geschmack, der ist sehr interessant, weil der hemmt so ein bisschen die Amylase in deinem Mund. Das ist ein Enzym, was die Stärkespaltung bewirkt und damit wird weniger Zucker freigesetzt. Also wenn du jetzt zu einem grünen Smoothie meinetwegen Brot essen würdest, dann würde das da so ein bisschen gedrosselt dadurch. Dann hemmt es die Zuckeraufnahme aus dem Darm, wird ein bisschen reduziert. Es fördert aber die Blutzuckeraufnahme wieder in Zellen. Also hast du ganz verschiedene Wege, wie du einmal die Blutzuckererhöhung reduzierst und dass der Zucker schneller beseitigt wird aus dem Blut. Das ist sehr interessant. Also da wäre schon ein Ansatz Gut, auch. also allerdings sagt natürlich, mein Vater würde jetzt gesagt haben, da wird man ja nicht satt davon. Genau, ist auch für mich kein fertiges Frühstück, Und nein. was machen wir noch dazu? Also ich würde immer sagen, bevor du deinen Smoothie, oder okay, du kannst deinen Smoothie trinken, wenn er nicht so süß ist, ich würde noch was danach essen oder du packst noch mit rein. Also du könntest meinetwegen Leinsamen mit reinpacken oder Lupinenmehl, also Hülsenfrüchte sind Ja. super blutzuckerstabilisierend, hast auch viele B-Vitamine drin, hast viel Ballaststoffe drin. Man könnte Chiasamen reinmachen oder sich einen Chia-Pudding draus machen, ist nur nicht jedermanns Sache, ist so was Glibberiges. Ein bisschen Avocado würde auch so die Magenentleerung ein bisschen, ne, verzögern. Solche Geschichten. Nussmus vielleicht, je nachdem Kalorien. Ne? Das ist natürlich immer eine Kalorienfrage. Muss man gucken, hat man es mit jemand leicht Übergewichtigen zu tun? Muss man ein bisschen schauen. Ja, ein paar Haselnüsse rein, ein paar Mandeln Ja, anstelle sehr von gut. Nussmus, Und ja. vorab am besten so ein Rührei mit ein paar Pilzen oder Spinat, Tomaten. Weil dieses Protein vorab, wir können ja auch nachher über die Reihenfolge reden, war es sehr interessant. Also wer sein Gemüse und Protein vorweg isst, hat eine wesentlich schönere Blutzuckerkurve, als wenn wir das umdrehen und sagen, ich esse meinen Nachtisch zuerst, esse dann also mein Hauptgericht. Ne? Also kann man auch super viel richtig und falsch machen. Also man kann sich da ganz tolle, mit Kleinigkeiten, manchmal gar nicht so viel ändern, sondern nur die Reihenfolge beachten. Also dieser Salat vorweg ist sehr schlau. Das Eiweiß vorweg ist sehr schlau, wenn man einfach das Omelett erst isst und dann meinetwegen den Nachtisch, klar, den isst man sowieso danach, aber man könnte ganz streng sein, sage ich, esse jetzt dann Ja. die Kartoffeln und dann die Nudeln. Theoretisch möglich, es macht ganz viel aus.
Gut, also da haben wir schon ein kleines bisschen was zum Thema Ernährung, ganz praktisch. Für Sie zu Hause, das Webinar können Sie natürlich nachgucken unter dem gleichen Link. Sie müssen also nicht alles sofort mitprotokollieren, was interessant sein könnte. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn Sie Fragen haben, dann bitte die in den Chat reinschreiben. Wir werden dann gegen Ende des Webinars werden wir uns Ihren Fragen widmen und die auch natürlich entsprechend beantworten. Wenn wir über Blutzucker sprechen, da geht es ja generell auch um Stoffwechsel, um viele Dinge, die im Stoffwechsel passieren. Was sind denn so wesentliche Themen, die dann den Stoffwechsel so ein bisschen entgleiten lassen, wo man sagt, oh, da gibt es plötzlich noch andere Enzyme, die da irgendwo sich breit machen und uns das Leben schwer machen oder uns fehlen möglicherweise. Was gibt es denn noch für so Zusammenhänge, die so aus der Sicht der Ernährungswissenschaftlerin eine Rolle spielen? Ja, vielleicht einfach mal dieses Insulinresistenz erklären. Was ist es überhaupt, ne? Also es ist halt so, das Problem ist, ich meine, sag mal, das, unser Hauptproblem ist ja die Überernährung. Und das kann für jeden sehr unterschiedlich aussehen. Also auch ich, wie ich jetzt schlank hier sitze, könnte insulinresistent sein. Und das heißt, einfach wenn ich persönlich über meine mir zugedachte Fettschwelle oder Fettspeicherkapazität hinaus gekommen bin. Das heißt, meine Fettzellen können nicht mehr größer werden. Ich kann aber auch als dieser Ernährungstyp jetzt oder Konstitutionstyp nicht so viel Fettgewebe unter der Haut einlagern. Dann lagere ich es ja im Bauch ein. Bauchfett ist so unser Hauptfaktor, warum wir insulinresistent werden, weil dieses Bauchfett ist eben anders als der Rest des Körpers, also anders als dieses Subkutan, also unter der Haut dieses Fett, weil es sehr, sehr viele Fettsäuren immer wieder freisetzt und sehr hormonaktiv ist. Und dieses Fett, was da freigesetzt wird, schwirrt dann mehr oder weniger durch das Blut, wird aber dann auch eingelagert in andere Organe und zum Beispiel in die Leber, in die Bauchspeicheldrüse selber und in andere Organe. Und das ist, wo wir das Fett nicht wollen. Das ist so, damit fängt eigentlich so der Salat, sage ich mal, an. Und diese Fette, die sich dort einlagern in die Zellen, sei es die Muskelzellen, die Leberzellen, die Bauchspeicheldrüsenzellen, die stören dann die Funktion dieser Organe. Und dann passiert das Interessante. Dann wird der Gegen, also das Insulin wirkt nicht mehr. Und wenn das Insulin nicht mehr wirkt, dann produziert die Bauchspeicheldrüse ein Hormon, das nennt sich Glukagon. Und das ist der Gegenspieler vom Insulin. Und das bewirkt jetzt, dass die Leber ihr gespeicherten Zucker permanent abgibt. Auch wenn es gar nicht erforderlich ist. Also es ist wie so eine Entgleisung des Stoffwechsels, statt dass Insulin dafür sorgt, dass Zucker reinkommt, schüttet die Leber jetzt auch noch mal Zucker aus. Und das macht sie ganz besonders gerne morgens, unterstützt durch Stresshormone wie Cortisol, weil die morgens halt ansteigen. Und dann haben wir morgens diesen erhöhten Nüchternzucker, was ja ein der Symptome ist von einer Insulinresistenz. Also es ist ein bisschen komplex, denke ich mal, für einen Laien zu verstehen. Aber man muss sich immer vorstellen, es gibt halt Insulin, dann gibt es einen Gegenspieler. Die Gegenspieler erhöhen halt immer den Blutzucker, während Insulin eigentlich senkt. Aber wenn das eben nicht mehr funktioniert, dann haben wir eben diese Situation, ne? Des erhöhten Blutzuckers. Blutzucker steigt nicht nur durch das, was wir essen, sondern das, was unsere Leber halt freisetzt. Also der Leber geht es nicht gut, kann man in dem Moment eigentlich sagen. Der Leber geht es nicht gut, der Bauchspeicheldrüse geht es nicht gut. Und das alles, weil ich leider zu viel hier geparkt habe. Und das kommt, weil ich meistens mich nicht genug bewege und gleichzeitig sehr kohlenhydratlastig esse oder für mich, für mein persönliches Energiebedarf, sage ich mal, meinen persönlichen Energiebedarf einfach drüber bin. Und das kann ja für jeden sehr unterschiedlich sein. In der Tat spannend. Dann gucken wir doch mal in die Zelle hinein. In unseren Zellen wird ja die lebensnotwendige Energie erzeugt, in den Mitochondrien, die uns in die Lage versetzt, auch überhaupt etwas tun zu können in jeder Form. Und bei dieser Energieerzeugung, da spielt natürlich Zucker auch eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn das gestört ist, was passiert denn dann in dieser Kette der Energieerzeugung? Ja, wenn wir daran denken, wir transportieren über unseren arteriellen Blutkreislauf, transportieren wir Sauerstoff in die Zelle hinein, wir transportieren Nährstoff in die Zelle hinein und dann gibt es in der Zelle so kleine charmante Kollegen, die Mitochondrien, die sorgen dann dafür, dass aus all dem, was da reinkommt, die Lebensenergie gebastelt wird. Hat einen komplizierten Namen, ATP, Adenosintriphosphat, müssen wir uns nicht merken. Aber was passiert denn, wenn wir dann eine Insulinresistenz haben und in der Zelle diese Prozesse nicht mehr so 100% funktionieren. Welche Konsequenzen hat es dann in diesem Zellstoffwechsel?
Ja, also die Hauptkonsequenz ist natürlich eine Überlastung einfach. Muss ich vorstellen, das ist eine Energievergiftung der Zellen. Also wenn wir immer mehr essen, als der Körper eigentlich verarbeiten kann, dann geraten die Mitochondrien unter Stress. Also sie werden überladen und davor schützen sie sich. Also sie sperren dann praktisch die Energie im Zytosol, das ist der Rest der Zelle. Da stoßen sie das mehr oder weniger hin, damit eben das Mitochondrium nicht überlastet wird. Aber man kann es nicht ganz verhindern. Also es gelangt natürlich auch was ins Mitochondrium und dann finden Stoffwechselprozesse so statt, dass sie nicht mehr optimal ablaufen und dann ist leider die freie Radikale. Also wir produzieren dann mehr freie Radikale, weil dieser Stoffwechselweg nicht mehr sauber abläuft. Und das ist ein Hauptsymptom des Diabetes oder des gestörten Zuckerstoffwechsels, ist eben oxidativer Stress in den Mitochondrien, in den Zellen, aber auch, sagen wir mal, in den Blutgefäßen und am Ende dann im ganzen Körper. Also es ist sehr komplex. Also wir haben ja auch eine Verzuckerung des Blutes. Also nicht nur in den Zellen passiert ganz viel oder haben wir diesen oxidativen Stress, sondern auch durch verzuckerte Eiweiße in unserem Blut, die erzeugen auch oxidativen Stress. Mit dem Stress beschäftigen wir uns gleich noch, mit dem oxidativen Stress, aber da hast du noch ein wichtiges Stichwort mir Wir bouncen uns immer mitgegeben. ein bisschen was. Genau, ja, das machen wir. Das ist das Thema Blut. Da ist ja auch, steckt ja auch so eine Herausforderung drin. Blut braucht eine bestimmte Fließfreude, damit es ohne Mühe auch in das kleinste Blutgefäß hineingelangen kann, um dann eben den Nährstofftransport, deshalb heißt es der Stoffwechsel, da werden die Stoffe gewechselt vom Blutgefäß durch den Zwischenzellraum in die Zelle, um da auch hinzugelangen. Und wenn man aktuellen Studien Glauben schenkt, dann haben viele Leute einen unausgewogenen Wasserhaushalt, einen unausgewogenen Flüssigkeitshaushalt. Das bedeutet, dass die Menge der Teilchen, die im Blut herumschwimmen, viel zu viel sind im Vergleich zur Flüssigkeit, die da herumschwimmt. Der Hämatokrit-Wert ist das, ja. Und wenn man dafür sorgt, und das ist so der erste Ansatz, dass man genügend trinkt, dann wird das Blut fließfreudiger und dann geht schon vieles leichter vonstatten. Ja, und das ist so banal, einfach zu gucken, ich muss als Erwachsener Pi mal Daumen, 2 Liter oder 2,5 Liter Wasser trinken. Das ist nicht so schwierig. Das kann man ohne Mühe tun. Und dann hat man schon sozusagen den ersten Baustein in der Miete drin, um auch einen präventiven Ansatz für das Thema Diabetes Ja, mit zu transportieren. du hast ja alleine Verdünnung. Einfach nur Ja. the best solution is dilution, Absolut. sagen immer die Amerikaner. Die Genau. beste Lösung ist die Verdünnung. Genau. Und dann kann natürlich auch mehr über die Nieren ausgeschieden Genau. werden. Und auch, wenn man sich mal überlegt, es ist ja ungefähr nur ein Teelöffel Zucker im Blut, normalerweise im gesunden Zustand. Ein Teelöffel, das ist nicht viel. Das Wenn wir ist mal nicht überlegen, viel. wie viele Teelöffel wir in so einer Cola oder sowas, und das muss der Körper alles handeln, ne? Dass Ja, er wieder klar. bei diesem Teelöffel landet. Und das schafft er natürlich, wenn er permanent, irgendwann kommt er an sein Limit. Ne? Vor allem, wenn wir keine Nahrungspausen. Das ist so das Geheimnis auch, was ich nachher, wenn wir noch mehr in die Tipps geben, Genau. mitgeben möchte. Die Nahrungspausen sind wichtig, auch was wir essen und wie wir es essen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ich will nochmal zurückkommen auf dieses Thema mit dem oxidativen Stress. Das ist ja nun in der Tat eine elementare Herausforderung für unseren gesamten Organismus. Es gibt oxidativen Stress, der natürlich seinerseits wieder verschiedene Erkrankungen begünstigt, kann man hier auf der Grafik sehen. Aber wir haben auch einen Faktor, der ein ganz zentraler Trigger für oxidativen Stress ist, das ist Diabetes. Ja. Das heißt, wir schaffen uns quasi mit dieser Insulinresistenz, schaffen wir uns so einen kleinen Teufelskreislauf. Ja. Denn der Diabetes sorgt für oxidativen Stress. Und oxidativer Stress selber begünstigt auch wiederum oder fördert sozusagen die Insulinresistenz in der Zelle. Also ganz wichtig. Und wenn man dem nicht geeignet entgegentritt, dann kann es zum fatalen Ende kommen. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Oxidativer Stress, klar, wir wissen natürlich alle, dass molekularer Wasserstoff das stärkste Antioxidant ist und oxidativem Stress entgegenwirkt. Ja. Wir haben eine Reihe von Studien, die zeigen, dass
bei Zellstoffwechselproblemen, wo oxidativer Stress eine Rolle spielt, dann, wenn wir zum Beispiel Wasser mit Wasserstoff angereichert trinken, dass das deutlich besser wird. Also da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, was man tun kann, was Antioxidantien anbelangt. Aber die spielen eben eine ganz wichtige Rolle und auch die kann man easy trinken. Wer heute Wasserstoffwasser nutzen kann, der hat da schon Ja, nochmal eine das Lösung. zweite, den zweiten Baustein, den wir vorhin hatten, auf seiner Seite. Und insofern glaube ich, ist das schon so ein Ansatzpunkt. Wir hatten vorhin den Spinat und das Thema bitter muss es sein. Ja. Ich habe das gelernt, dass die bitteren Sachen dafür sorgen, dass zum einen da so ein paar Stoffe, die in Pflanzen von Bedeutung sind, zu denen kannst du bestimmt gleich noch was sagen, für uns ganz wichtig sind, nutzt der Leber. Zum Zweiten, wenn das gut ausgewogen ist, dann hat man auch nicht mehr so die Tendenz, nochmal einen Nachschlag auf den Teller zu tun. Ist das so? Ja, das ist sehr interessant. Wir sind ja schon, ja, wir hängen sehr diesem kindlichen Geschmack an, ne? Das ist nun mal das Süße. Weil es dieses auch die Kindheit, die Muttermilch, das ist ja was Süßes. Und wenn wir uns belohnen, hatten wir schon, dann tendieren wir einfach zu diesem Geschmack. Und bitter ist eigentlich so der Geschmack des Erwachsenwerdens, wenn wir so mal wollen, ne? Also die Realität ist nun mal nicht immer super süß. Sie ist halt manchmal auch etwas bitter. Aber das Bittere kommt ja von Stoffen, die man als sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe bezeichnet. Eine große Gruppe wären die Polyphenole, Tannine, also Gerbstoffe zählen aber auch dazu, oder Glucosinolate, das ist so Senföl, die haben auch, ne, so wenn man so an Kohlgemüse denken, die gehen ja auch manchmal so ins Bittere, aber viele Gewürze. Also Gewürze und Kräuter ist eigentlich das, was am meisten heute noch an Bitterstoffen enthält, und alles andere ist ja fast rausgezüchtet worden. Das ist ein Riesenproblem. Also wenn wir bedenken, auch Obstsorten, ne? Alles ohne Kerne. Wenn man früher mal auf Kerne gebissen hat, dann hat man auf Polyphenole gebissen. Also im Traubenkern stecken Polyphenole. Früher, also eine richtige Urbanane, die hat Kerne. Wir kennen keine Urbanane mehr mit Kernen. Also es ist alles so weit weg von dem, wie es mal war. Und dadurch kriegt das Süße immer mehr Gewicht. Das Bittere drückt so in den Hintergrund. Und es ist so heilsam. Ich sag mal, Bitterstoffe sind antioxidativ, ne? Also sie wirken indirekt antioxidativ. Sie sagen nämlich meinem Körper, du produzier mal Antioxidantien, weil hier ist zu viel Stress. Also sie sind eigentlich nur so eine Reiztherapie, dass mein Körper selber sowas wie Glutathion bildet. Das ist ja unser körperstärkste Antioxidant. Genau. Sie können aber auch eben den Blutzucker wirklich senken, und dann sind sie sehr effektiv, wenn man sie so 20 Minuten vorm Essen nimmt, weil dann produziert unser Darm Darmhormone, wie dieses, was wir letztes Mal hatten, Glucagon-like-Peptide. Das ist Genau. ein Hormon, was die Insulinproduktion rund um die Mahlzeit verbessert, also optimiert, also erhöht etwas kurz, aber nur um die Mahlzeit herum, nicht langfristig, was wir ja nicht wollen. Und damit haben wir diesen blutzuckersenkenden Effekt. Und sie hemmen Bitterstoffe, und dieses GLP-1 sind so ein bisschen eine Fressbremse. Also mein Hypothalamus sagt dann, du, ich brauche gar nicht mehr so viel, ich bin eigentlich recht satt. Also das ist so, die Natur bringt eigentlich immer auch ein bisschen eine Bremse mit, aber die Chips, Pizza, Nudeln, Käsebrot, Marmeladenbrot, Croissant, Eis nicht. Da ist keine Bremse, da kannst du ganz schwer abhören. Und sobald du ganze Lebensmittel, gerade Gemüse, Kräuter, dann ist irgendwann Schicht. Also das sind so Signalstoffe, die dir irgendwann sagen, und deswegen sage ich auch mal, möglichst naturbelassen, dann passiert weniger. Ne? Wir hatten vorhin das Thema des grünen Smoothies zum Frühstück aufgegriffen. Da gibt es auch nochmal eine kleine Brücke. Smoothies sind ja sehr beliebt. Ja. Und wer heute durch den Supermarkt schreitet, wird vermutlich gleich im Eingangsbereich in der Nähe von der Gemüse- und Obstabteilung von einem Kühlregal empfangen, in dem auch Quietschenden Smoothies. von Wiener Bundesmoothies stehen. Ja, Ja. mit abenteuerlichen Namen. Die Assoziation ist natürlich klar: Gesund. gesund. Ah, der Obst ist ja super, ist ja klasse. Ja. Mach dir die Mühe und schau dir mal an, was da genau drin ist. Und dann wirst du überrascht sein, wie viel Zucker sich da drin findet. Und es gibt vermutlich kaum einen dieser Smoothies, der wirklich ein grüner Smoothie ist, weil Die verderben ganz die schnell. verderben schneller, genau. Und es sind fast immer Bananen drin, weil man eben Cremig, süß. cremig und süß haben will, Die ja. Konsistenz, ja. Und ja, ich will jetzt nicht vor diesen Smoothies warnen. Ja, ich schon ein bisschen, Aber weil. ich denke, man muss da wirklich aufpassen, wenn man mal
Nach dem Sport würde ich sagen, okay, Ja. rund um die Bewegung Ja. kann man am besten die Kohlenhydrate einbringen. Nur was an den Smoothies das Problem ist, oder am Obst überhaupt, man kann sich es kaum vorstellen, aber der Mensch könnte problemlos ohne Obst leben. Der würde alle Nährstoffe, die im Obst stecken, eigentlich auch über Gemüse bekommen. Also Obst ist eigentlich so die Süßigkeit der Natur. Klingt jetzt ein bisschen radikal, Ja. ne? Aber ich sag mal, die Smoothies, die sind natürlich, du trinkst deine Kalorien, das heißt, das Sättigungsgefühl kommt nicht hinterher, du kaust nicht. Wir waren früher vorhin bei dem Thema Mühsamkeit. Also Ja, wir müssen mühsam, eigentlich genau, diese Sache ein ja. bisschen erarbeiten durch Ja, Kauen. das Das stimmt. belohnt in jeglicher Form der Körper, wenn wir es ein bisschen schwerer haben. Also wir müssen kauen und süß darf es ja sein, aber halt nicht so übertrieben süß. Und das sind halt auch flüssige Kalorien, ne? Das ist das Problem. Also Essen ist ja schon. Aber trinken ist dann, hast du gar keine Regulation. Dein Körper ist Absolut. komplett überfordert. Der kann damit, und dann hast du diese Blutzuckerspitzen, die wir nicht wollen, weil die machen oxidativen Stress. Weil die Leute fragen mich immer, ja, warum ist das denn so schlimm, wenn der dann mal hochgeht? Der ist nicht schlimm, wenn du es mal machst. Aber wenn du das den ganzen Tag dir auf, ab, können wir gleich auch nochmal zeigen, Ja. dann ist das für den Körper wirklich oxidativer Stress. Ja. Es heißt ja immer so gerne, an apple a day keeps the doctor away. Wir wandeln das jetzt um. Bei uns heißt es jetzt ab sofort, a carrot a day keeps the doctor away. Äpfel sind zweifelsohne gesund, da Nee, kein Thema. wollen wir gar Nein, nichts nein, dran wir wollen, drehen. sind ja sehr Aber froh, wenn die Leute kein es. Nutella-Brot mehr essen. Oder weniger. Genau, aber das ist eben tatsächlich so, man wird dann eben schnell, kommt man in dieser Süßgeschmack und dann hat man es schon wieder an der Backe oder nicht nur an der Backe, sondern an anderen Stellen auch. Gibt es denn Werte für Blutzucker, wo man sagt, da muss man gucken, wie kann man das rauskriegen? Ja, wir können ja mal was einblenden. Ja, Vielleicht mal dann nimmst du die Folie. wenn du sagst, das ist gut, dann mache ich das. Also hier haben wir mal eine Folie, die einfach mal zeigt, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal so ein Messgerät, ich könnte mir einfach so ein Blutzuckermessgerät in der Apotheke besorgen, kostet wirklich nicht viel, 25 € oder was. Die Stäbchen sind meistens das teure und dann könnte man sich ja morgens mal in den Finger pieksen. Ist mal ein guter Moment, das zu testen, wenn man mal so 8 bis 12 Stunden nichts gegessen hat und dann mal schauen, wo liegt denn der? Also normal wäre unter 100. Und ein bisschen kritisch wird es dann schon, wenn man dann feststellt, oh, der ist immer bei 108, mal 111, also über 100. Das sagt schon was, dass da irgendwas am Gange ist. Entweder man hat gerade nicht genug geschlafen, da hat man schon abnormale Blutzuckerwerte, oder man ist gerade massiv mit einem schreckenden Wecker aufgewacht. Da muss man ein bisschen warten, bis diese Stressreaktion abgeflaut ist. Man sagt so bis 125, also dieser prädiabetische Bereich, und dann ab 126 und höher, dann hat man manifesten Diabetes, wenn man den morgens, also den Blutzucker misst. Wenn man es einfach haben will und sagt, nee, so ein Blutzuckermessgerät will ich mir nicht kaufen, dann würde ich sagen, einfach mal bei der nächsten generellen Blutuntersuchung mal den HbA1c-Wert abfragen. Das ist das verzuckerte Hämoglobin. Das ist der Langzeitzucker. Und wir hatten ja vorhin, was passiert denn, wenn so viel Zucker im Blut ist? Genau. Dann verzuckert, man muss sich vorstellen, das karamellisiert förmlich das Blut, also die Eiweiße und auch teilweise Fette im Blut reagieren mit diesem Zucker und diese Moleküle verzuckern miteinander. Und eins davon, dieser Moleküle, ist dieses Hämoglobin A1c. Und wenn der Wert eben über 5,7 ist, dann deutet sich da eine Insulinresistenz an. Bis 6,4 gilt man noch als Prädiabetiker und als über 6,5 ist dann wirklich der manifeste Diabetes. Und das kann man haben, ohne dass man das merkt. Also das ist ja so blöd an dieser Erkrankung. Wenn man nicht sich sehr bewusst mal so scannt an bestimmten Hautsymptomen, können wir mal gleich drüber reden, woran man es vielleicht äußerlich auch erkennen kann, merkt man das ja nicht. Das tut ja nicht weh. Das ist ja das Gemeine eigentlich am Diabetes. Dann ist erst, wenn er erste also Symptome zeigt, die schon gravierend sind, wie dass man verschwommen sieht oder dass man so Kribbeln in den Füßen hat, in Händen irgendwie, ne, diese oder erhöhte Blutfette, erhöhten Blutdruck, das geht so alles in diese Richtung metabolisches Syndrom. Merkt man sonst nichts davon. Das ist das, man merkt halt nicht, wenn der Blutzucker zu hoch ist, wenn man nicht weiß, worauf man achten muss. Also es gibt schon ein paar Sachen, wenn du jetzt sehr müde wirst nach dem Essen und du würdest in dem Moment mal den Blutzucker messen, dann ist der oft verdammt hoch. Und die Leute denken ja immer, wenn sie müde werden nach dem Essen, oh, dann ist der so schnell abgestürzt. Das ist selten der Fall. Meistens ist er erstmal hoch und wenn er dann abstürzt, ist man nicht im Unterzucker und wird deshalb müde, sondern einfach nur, weil die Differenz so stark ist. Man ist meinetwegen von 180 auf 140 gefallen und denkt, und dass dieser Absturz, der lässt mich dann schon diese Symptome eines Unterzuckers zeigen, einfach weil das so ein krasser Unterschied und so schnell passiert ist.
Das passiert zum Beispiel, wenn wir jetzt Weißmehlprodukte oder eine Cola getrunken haben. Genau, also daran, das ist so ein bisschen Indikator. Oder ich kriege schnell wieder Hunger nach dem Essen. Mhm. Das ist auch Insulinresistent, weil dein Körper hat die Energie irgendwie nicht gewonnen, bekommen, weil er ist ja resistent. Ja, ja, ja. Dann habe ich schon wieder Hunger, obwohl ich ja so einen Bauch habe vielleicht. Das wäre so. Oder ich kann mal auf die Haut achten, habe ich vermehrte Hornhautbildung, kriege ich mal leicht Pilzinfektionen, sowas. Habe ich vielleicht so stärkere Pigmentierung am Hals, habe ich mal, können wir mal vielleicht eine Folie nehmen, da kann man das mal ganz schön sehen. Also das ist dann schon, wenn längerfristig die Blutzuckerwerte höher waren, dann kriegen manche so eine Hyperpigmentierung, nennt man das, also eine stärkere Dunkelfärbung der Haut, gerade so im Nackenbereich, in den Achseln und dann auch gerne diese kleinen Hautanhängsel, wie so kleine Warzen, die man vorher nicht hatte. Mhm. Ne, das ist aber dann schon, wenn das über längere Zeit ist und meist hat man dann auch Übergewicht. Und ansonsten würde ich immer gucken, Bauchfett, das ist nie gut für niemanden. Auch wenn ich sonst ein schlanker Typ bin, das ist stoffwechselmäßig, schadet mir das meistens. Also das sind so Sachen, worauf man achten kann. Was fällt mir noch an äußerlich? Das sind so innerlich dann einfach, was der Arzt hergibt. Also was der so an Blutwerten, erhöhte Triglyceride, erhöhtes Cholesterin, zu wenig HDL, das ist ja das angeblich Gute, was so gut auch nicht ist, aber lassen wir es mal so. Erhöhter Bluthochdruck, erhöhte Harnsäurewerte, das wären so die Klassiker. Also wenn man da überall sieht, oh, alles ein bisschen erhöht, dann ist man in der Insulinresistenz, ganz klar. Das sind ja auch Sachen, die kann man relativ einfach selber rausfinden. Also Blutdruck messen ist ja nicht mehr so schwierig. Ja. Inzwischen gibt es ja am Handgelenk zu tragende. Ja, gibt es übrigens auch für den Blutzucker. Ja, genau, ja, wo man alles messen kann. Ja. Und ich las neulich, dass auch ein Unternehmen dabei ist, eben so ein Bodyteil zu machen, das nicht nur Blutdruck, sondern auch Blutzucker messen kann durch die Haut hindurch und sowas. Also, aber zumindest kann man kann das alles relativ gut selber kontrollieren und kann auch man, überwachen. Ja. Ist es sinnvoll? Ich sage einfach mal, ja, es ist sinnvoll, weil man gerade, wenn man jetzt in der Lebenssituation ist, wo man merkt, ich habe vielleicht mehr Kilo zu viel, als mir gut tun und ich habe noch so ein paar andere Symptome, die mir aufgefallen sind, dann ist es sicher klug, wenn man sich mit den Werten ein bisschen beschäftigt und das am besten, bevor es soweit ist, dass der Arzt sagt, ich schreibe Ihnen mal ein Rezept. Ja, ja. Ja. Also das heißt, ganz gut Selbstbeobachtung. Und wir haben jetzt auch so ein paar Dinge gehört. Also man hat es gesehen an diesen Hautirritationen. Man kann gucken, wie steht es in Pilzinfektionen. Wie gut heilen die Wunden? Oder auch als Frau wachsen mir auf einmal Haare am Kinn, so blöd viele. Genau. Oder du hattest auch vorhin das Beispiel, polyzystisches Ovariensyndrom. Genau, also Leute werden unfruchtbar. Frauen, sei es Frauen, die einfach nur ein bisschen mehr Bauchfett haben, oder du siehst manchmal denen das auch gar nicht an, die haben auf einmal zu hohe Testosteronwerte und dadurch diese Unfruchtbarkeit. Und das wissen viele gar nicht, dass das Insulinresistenz ist. Diabetes hängt damit zusammen. Ja, ja, das ist die Vorstufe von. Also übrigens, das bei diesem Syndrom, bei diesem polyzystischen ist in der Tat so, das sind knapp 10% aller Frauen betroffen. Und wir sind davon überzeugt, die meisten wissen es nicht. Ja, ja. Man denkt sich nichts dabei. Ja, es ist halt Zysten, die nicht gesprungen, Eier, die nicht gesprungen sind, halt Eierstock. So, Ja, wir wissen nicht, doch. Deshalb auch, das sind Dinge, auf die man in dem Fall als Frau achten kann oder unbedingt sollte. Kommen wir mal zurück, also wir haben jetzt so die Gruppe der Menschen gerade angesprochen, die schon durch Selbstbeobachten merken, da könnte was im Argen liegen. Mhm. Wir haben auch das so ein bisschen aufgelistet, was da eine Rolle spielt. Was machen die denn, wenn die merken, oh, es könnte so grenzwertig sein und vielleicht ist mein Blutzuckerwert schon so, dass er da über die Marke gesprungen ist. Was machen wir denn da? Ja, da sind wir nicht jetzt bei den ganz praktischen Dingen. Bevor ich dazu komme, noch kurz, wenn ich mir so ein Blutzucker-Messgerät kaufe, ne, das ruhig mal, ist nicht schlimm, ne, mit diesem Reinpieksen, kann man mal machen, ist nämlich die billigere Variante, als sich so einen Sensor zu kaufen, ist jetzt sehr in gerade. Ich habe es selber auch mal gemacht, ich muss ja mitreden können. Und das ist sehr spannend für mich auch gewesen, weil ich dann auch festgestellt habe, welche Lebensmittel bei mir sowas von in die Höhe schießen und welches nicht tun. Und das ist eine sehr individuelle Größe. Deswegen, ja, man kann generelle Ernährungsempfehlungen geben bei
Prädiabetes und Diabetes. Aber es ist individuell sehr unterschiedlich, wie stark man auf welche Kohlenhydrate reagiert. Und es ist sehr interessant, wenn man das dann mal misst. Also man sticht sich in den Finger, meinetwegen 20 Minuten nach dem Essen und eine halbe Stunde, dann nochmal nach einer Stunde, wenn man will, und nochmal nach 2 Stunden. Dann kann man sehr schön sehen, was so passiert. Und wenn man sich das eben das Gepiekse ersparen will, dann kann man sich 2 Wochen mal so ein Ding an den Oberarm kleben. Aber die kosten dann so 60 Euro. Gut, aber man kann eine ganze Menge machen. Also ich hatte ja vorhin angesprochen, diese längeren Mahlzeitenpausen, mit denen würde ich mal anfangen. Also sagen wir mal, ich schaffe mal die Snacks ab. Das ist ja natürlich jetzt die strenge Nummer, aber die bringt ganz viel ganz schnell und ich esse mal streng nachts nichts. Also ich gehe jetzt mal nicht nach dem Abendessen noch busy naschen, sondern mal versuchen, so eine stramme 12-Stunden-Pause, die ist wirklich nicht schlimm, die kann man packen. Aber da scheitert es schon, weil die meisten Leute 15 bis 16 Stunden am Tag essen. Also letzte Mahlzeit sich dann noch dieser Spätsnack und dann gleich schon wieder so morgens früh. Und ich sage mal, es gibt ja, ich habe ein kleines E-Book über Chrononutrition geschrieben. Also das ist, wie unser Biorhythmus uns steuert, unseren Stoffwechsel, aber auch unseren Zuckerstoffwechsel. Und wir sind zum Beispiel morgens und mittags recht insulinsensitiv, können wir mit Kohlenhydrat recht gut umgehen, aber abends ganz schlecht. Man spricht da vom Abenddiabetes. Also wenn ich jetzt abends mir meine, die ganze Packung Kekse rein zu, ne, jagen, dann wird sich das am nächsten Morgen rächen im hohen Blutzucker morgens und auch die ganze Nacht ist der Blutzucker zu hoch, was nicht gut ist, weil wir wollen nachts auch richtig schön mal runterkommen, wir wollen mal in den Fettstoffwechsel kommen. Das so ist Leben gedacht, rauf und runter und nicht permanent oben, oben, oben. Und deswegen sind die Mahlzeitenpausen super einfach, weil sie sensibilisieren mich wieder für, ich kann wieder Fettstoff, also ich werde wieder metabolisch flexibel, sagt man. Also ich kann wieder von Zuckerstoffwechsel auf Fettverbrennung umstellen. Also von Zuckerverbrennung auf Fettverbrennung. Und wir wollen immer so einen schönen Tanz. Und wenn wir insulinresistent sind, können wir das nicht mehr. Und deswegen, man kann das aber trainieren. Und das wäre so mal eine simple Möglichkeit. 12 Stunden anfangen, wer will, kann das auf 14 Stunden. Vielleicht auch 16 Stunden, aber es muss nicht sein. Einfach nur mal da ein bisschen bewusster darauf achten, keine nach dem Essens, also nach dem Abendessen Snacks, da lieber trinken, einen schönen Tee. Also wie man muss sich austricksen ein bisschen. Ist am Anfang schwierig, wenn man Gewohnheiten hat. Aber das wäre Absolut, Punkt ja. 1. Punkt 2, die Reihenfolge hatte ich ja mal erwähnt. Einfach mal immer Salat, Ballaststoffe, Proteine zuerst essen. Damit kann man schon ganz viel gewinnen. Also wenn man sich das angewöhnt, vorm Essen ein bisschen Rohkost oder sein mein Fleisch, Ei, was auch immer da ein Eiweiß auf dem Teller ist, das zuerst zu essen, kann man sich schon mords, die Blutzuckerkurve wird wesentlich langsamer ansteigen, als wenn man erst die Nudeln und die Kartoffeln isst und dann erst den Salat oder am Ende oder so. Das sind so kleine Tricks. Ich habe gerade was Wichtiges gehört. Wir haben so ein paar elementare Grundnährstoffe, Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Und dann kann man ja in der Ernährung des Menschen, berühmter Bestseller, nachlesen, in welchen prozentualen Anteilen man das so zu sich nehmen sollte. Das ist ja schon ein bisschen älter. Wie sehen die Expertinnen und Experten das aus heutiger Sicht? Wie ist es gut verteilt? Wie groß soll der Anteil an Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß denn an der Nahrung sinnvollerweise sein? Denn wir haben das ja schon gerade gemerkt, die Kohlenhydrate sind ja die blitzgeschwind zu dem werden, was wir nicht wollen, nämlich zu den Insulinresistenzerzeugern in unserer Zelle. Was gibt es da zu beachten? Ja, das ist, ich meine, ich sag mal so, wenn du stoffwechselgesund bist, dann sind diese 55%, die da angegeben werden, kein Problem. Aber da wir das ja alle nicht mehr sind, sind wir mal ehrlich, ist es besser, wir schrauben das etwas runter und erhöhen dadurch unseren Proteinanteil und vor allem den Ballaststoffanteil, den man ja eigentlich zu den Kohlenhydraten rechnet, aber der ist in dieser Rechnung nicht mit drin. Aber ich sag mal, gucken, dass wir mehr Ballaststoff bekommen, mehr Protein, damit wir eine bessere Sättigung erreichen, weil dann, es gibt nun mal nichts stärker Sättigendes als dieses Eiweiß. Es ist aber auch der teuerste Nährstoff, muss man dazu sagen. Da macht es auch, ne, also gerade wenn man eine Bioqualität nimmt von Eiern, Tofu, Fleisch, Fisch, dann wird es halt auch kostspieliger. Gut, Tofu ist ja noch günstig, aber ne, also es ist einfach der teuerste Nährstoff. Und ich sag mal, deswegen, ich tendiere schon dazu, dem Menschen generell zu sagen, weil es für die meisten einfach am besten funktioniert, fahr das ein bisschen runter und dann trifft deine Kohlenhydratauswahl sehr bewusst, ballaststoffreich und platziere sie möglichst so in die Mittagszeit. Also das Frühstück würde ich auch ruhig ein bisschen proteinlastiger, ein bisschen Fett, damit du besser gesättigt bist. Mittags
Wenn die Sonne am höchsten steht, sind wir auch am insulinsensitivsten und nachher nimmt das wieder ab. Also die Nudeln am Abend sind halt nicht so optimal. Dann, ich sag mal, unser Körper toleriert die ganzen Sünden wirklich am besten in der ersten Tageshälfte. Also man könnte rein theoretisch sich die Kuchen und die Kekse fast eher morgens besser tolerieren als am Abend. Aber das machen natürlich die wenigsten. Die wenigsten, ja, wir belohnen uns alle am Abend, ne? Und Das nicht ist so bei zum meisten Frühstück. Das will so. ich jetzt nicht empfehlen, so Ja. war das nicht gemeint. Aber da ist eine Chronobiologie am Start und das spielt eine große Rolle. Also ich würde eher sagen, Tendenz eher ein bisschen weniger, weil wir uns so wenig bewegen. Das ist der Punkt. Okay, also der Modebegriff Low Carb ist nicht unbedingt ein Modebegriff, sondern hat eine seriöse Botschaft auch drin versteckt, Durchaus, ja. durchaus, ja. Und man muss einfach gucken, wenn man das verteilt. Klar, man muss auch im Kopf haben, wenn man dann das, was man an Kohlenhydraten weniger nimmt, durch Eiweiß und Fett ausgleicht. Immer dran denken, Welche Fette ein erstens? Gramm Fett Ja. hat 9 Ja, Kalorien das und ist ein eben Gramm der. Eiweiß hat 4,5 Kalorien und ein Gramm Kohlenhydrat hat auch 4,5 Ja. Kalorien. Also dass man dann guckt, dass man das dann auch, naja, mache ich noch einen Esslöffel Olivenöl wieder dran. Ja, Nein, nee, nee, das. am besten das Fett essen, also in Form von Nüssen, Ja, Avocado, damit genau. wir das Volumen wieder haben, Ja. weil Volumen braucht, das macht hier Sättigung. Und was du angesprochen hast, immer auffüllen mit dem Gemüse, diesen Ballaststoffanteil, weil dann haben wir wieder sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die Genau. sind super. Und das ist ja auch der Beweis, warum zum Beispiel auch Low Fat funktioniert. Also wenn die Leute jetzt sogar sehr kohlenhydratreich, es gibt eine Richtung, die arbeitet mit super, super wenig Fett und sehr vielen Kohlenhydraten, aber die funktioniert nur deshalb, weil die Leute fast kein Fett essen und unheimliche Nahrungsvolumina zu sich nehmen und ganz viel sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Und ich sag mal so, das ist für mich aber auch nur eine Ernährungsform, die für mich als Heilkost zu verstehen ist. Die mache ich nur so, damit ich auf mein Abnehmziel erreiche. Weil das, sag ich mal, ist der Schlüssel für jeden, der insulinresistent ist. Der hat meistens ein paar Kilos zu viel. Und wenn ich die reduziere, dann bin ich immer auf der Gewinnerseite. Und dann ist es mir manchmal egal, wie die Leute abnehmen. Wenn jetzt Low Carb für dich besser funktioniert und du willst nicht diese Berge von Gemüse verdrücken und ne, es ist ja jeder anders, unterschiedliche Vorlieben, dann sage ich, da muss ich ja nach den Vorlieben gehen. Und da die meisten Low Carb besser tolerieren, weil sie sich nicht so eingeschränkt fühlen, als wenn sie so vegan, High Carb und sehr fettarm. Das ist schon, finde ich, eine Herausforderung. Aber jeder ist anders. Ne? Manche Absolut, können ja. das wirklich, die finden das toll, in Bergen von Gemüse, Kartoffeln, ohne Öl und so zu schwimmen, ne? Sich einfach so volumenmäßig satt zu essen. Und andere brauchen eher, ich brauche mein Stück Fleisch und ich brauche auch diesen Genuss von diesem Fett, weißt du? Denen ist es dann, die kommen dann eher mit Low Carb klar. Also ich würde das gar nicht generalisieren. Beide Wege sind möglich. Aber ich würde mal sagen, dieses Lower Carb für uns alle wäre schon gut. Und da muss man nur gucken, wie füllt man das Ganze auf, weil du gesagt hast, klar, Fett ist natürlich Öl, ist Energie pur. Ja. Und bei dem Low Carb habe ich entdeckt, wir wollen gar keine große Reklame machen hier, aber Nein. ich habe ein Brot gefunden. Für die, die gerne Brot essen, das ist ja auch durchaus ein Genuss. Es gibt Falcos Brot und das ist ein Brot, das hat extrem wenig Kohlenhydrate, dafür sehr viel Eiweiß. Muss man Musst halt. du nur gucken, was ist da für Eiweiß Ja, ist drin? gut. Gluten oder Ja, so? nö, nö, ist Ist tatsächlich schon. gut, ja, ist Ja, wirklich gut, ja. okay. Und da kommt natürlich etwas ins Spiel, den Begriff hatten wir vorhin schon mal gehabt, die Mühsamkeit. Die Ja, die Mühsamkeit. Mühsamkeit. Und ich glaube, das ist etwas, womit man sich auch ein so ein bisschen beschäftigen muss. Das ist immer so, man sagt doch gerne den inneren Schweinehund überwinden oder so. Ja, man muss selber aktiv sein, etwas tun, sonst bleibt man in dieser Lethargie des Smoothies aus dem Aldi hängen und Der Muttermilch der hängen. hilft einem wenig. Ja, das heißt, so das Thema Gesundsein und gesund bleiben hat stets etwas damit zu tun, dass ich für dieses Gesundsein und gesund bleiben ganz proaktiv was machen muss. Ja, das ist ganz wichtig. Und das passiert ja so schnell, die Jahre, die Jahrzehnte gehen dahin und man sitzt auf dem Sofa vorm Fernsehen mit der Chipstüte in der Hand und dann ist es passiert. Es ist nicht zu spät, also es ist eigentlich nicht zu spät, die Erkenntnis zu gewinnen, was zu tun. Und wir haben ja jetzt gerade auch so ein paar wichtige Sachen schon gelernt mit diesen Essenspausen. Das finde ich ganz spannend, ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und die Veränderung der Zusammensetzung dessen, was wir essen und auch die Reihenfolge, wie wir essen. Was essen wir zuerst und was essen wir zum Schluss? Das ist ja im Prinzip ein kluger Gedanke und ist
tatsächlich auch sehr einfach im Umsetzbar. Lebenspraktischen Bereich umzusetzen. Das ist ja nicht so schwierig. Ja, und vor allem, es ist ja eigentlich, was wir immer machen, den Salat vorweg, die Italiener oder die Gemüsesuppe oder sowas, sind clevere Geschichten. Erstens sättigen sie, zweitens, du kaust, du hast einen längeren Kauprozess, das ist wie bei der Mühsamkeit. Genau. Das verzögert sich alles in die Länge, dadurch löst du schon Sättigung aus, plus du hast die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe in dem Salat, du hast die Ballaststoffe in dem Salat und jetzt kommt's, da ist der Essig drin. Mhm. Und der Essig, ähnlich wie die Bitterstoffe, reduzieren den Blutzuckeranstieg nach dem Essen. Also es gibt zig Studien, kann man einfach mal googeln bei PubMed, da kann man ja Polyphenole, Blutzucker googeln einfach mal oder Essig und Blutzucker oder wir kommen noch zu diesem unserem schönen dieser Bewegungsanteil, den wir hier noch Tipp, den wir noch geben wollen. Also das sind alles belegte Studien und das kann man auch machen. Trick ist vorm Essen, wenn man weiß, man isst gleich eine Pizza, man ist eingeladen oder man möchte jetzt ne, bestimmte Dinge essen, dann vorweg einfach einen Esslöffel Apfelessig, kann auch ein anderer Essig sein, aber einer ohne Zucker, also nicht irgendwie so ein, ne, und dann in ein Glas Wasser und das vorweg trinken. Weil das hemmt die Amylase auch wieder, die wir dann auch abschlucken im Mund, im Magen und kann dort auch noch, wo die Verdauung der Stärke ja ein bisschen weitergeht, auch noch mehr abbremsen. Das ist hochinteressant, funktioniert bei jedem. Mhm. Nur muss aufpassen mit den Zähnen, also gut verdünnen und oder sonst mit dem Strohhalm, wenn man das immer macht. Deswegen für mich ist es so eine Krücke, die so, ja, okay. Ich arbeite lieber ein bisschen mehr mit Bitterstoffen, aber kann man machen und dann kann man ja mal gucken, was für einen gut funktioniert. Das sind so Hacks, die man vorm Essen machen kann. Und was hat man noch? Und was auch vielleicht ein guter Trick wäre, wenn man jetzt gerne Kartoffeln isst, man mag gern Reis, man möchte darauf nicht verzichten, dann ein kleiner Trick, das ruhig mal am Tag vorher schon kochen. Weil wenn man das vorher kocht und das dann abkühlt, dann bildet sich resistente Stärke. Und das ist eine Stärke, die unsere Verdauungsenzyme nicht so gut angreifen und spalten können und damit kommt auch nicht so viel Blut, Zucker im Blut an. Und das ist eine kleine Kleinigkeit. Also man kann ja den Reis gestern kochen, dann macht man ihn wieder ein bisschen warm. Die Kartoffeln, auch super Pellkartoffeln von gestern, in eine schöne, kann man ruhig wieder aufwärmen. Also die resistente Stärke bleibt. Also durchs Wiederaufwärmen verschwindet die nicht und wird wieder, das ist ja auch immer oft, was ich dann gefragt werde. Nee, da passiert, es wird sogar manchmal noch schlimmer, also noch schlimmer, noch resistenter, diese Stärke, wenn man es immer wieder erhitzt. Soll man natürlich nicht, ist ja kein Nährwert mehr. Aber das sind so Kleinigkeiten, mit denen man schon eine Menge, so übergangsmäßig, man kann ja den Leuten jetzt nicht von denen abverlangen, komplett ihre Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Man fängt mal halt erst an, okay, dann mache ich mal das, mache ich mal mit dem Essig, mache mal was mit Bitterkräutern, mache mal einen Spaziergang innerhalb der ersten halben Stunde nach dem Essen, das ist das Beste. Oder wenn ich faul irgendwo in einem Meeting sitze, dann können wir ja diese Waden-Push-Ups machen. Die Waden-Push-Ups, genau. Die gibt's auch irgendwo. Wie funktionieren die? Also im Prinzip ist es gar nicht so schwierig. Funktionieren im Prinzip so, dass man den Fuß möglichst überstreckt und eine Gerade bildet zwischen dem ausgestreckten Fuß und der Wade. Das habe ich heute gelernt und das machen wir. Das, ja, das ist das ein, werden wir, das, ist, das werden wir also alle gut täglich fleißig üben. Und für alle Bürotäter. Für alle Bürotäter. Und der Effekt ist tatsächlich der, das spürt man auch, wenn man das mal im Moment anhält, die Wadenmuskulatur wird dann zur Pumpe für das venöse Blutgefäß. Das zum einen, aber das hat einen anderen Effekt. Dann, ja. Also es ist ganz interessant, das ist ja einer der Wadenmuskel, ist dieser Soleusmuskel. Und der erlaubt uns auch, dass dieser Muskel unermüdbar ist. Also das ist, wir können ja ewig gehen, wir sind ja ewig Geher eigentlich. Wir sind die Geher, wir sind nicht die Sitzer, ne? Wir sind die Geher. Und das, und wir machen es nicht, wir machen es nicht, wir sitzen. Ja, wir sitzen hier heute wieder, aber nur eine Stunde. Ja? Ja. Und zwar gibt es da interessante Untersuchungen, weiß ich, an welcher Universität es jetzt genau gelaufen ist. Da hat man mal 7 Minuten, immer wieder in Intervall von 7 Minuten, die Leute Waden-Push-Ups machen lassen. Das heißt, man hebt die Ferse an, zum wichtig ist maximal anheben und dann wieder runter. Mhm. Maximal anheben und wieder runter. Und dann hat man in den einzelnen Bereichen des Beines halt diese Blutkonzentration gemessen und siehe da, der Blutzucker geht massiv runter in dem Bein, was diese Waden-Push-Ups gemacht hat. Und das liegt daran, dass der Wadenmuskel nicht nur auf seinen gespeicherten Zucker, also auf das Glykogen zurückgreift, sondern er holt sich die Energie direkt aus dem Blut in Form von Fettsäuren und Zucker. Und damit zieht er natürlich immer wieder Energie ab vom Blut und deswegen kann der auch ewig, also der hat so viele Energiequellen, auf die er zurückgreifen, das ist natürlich super, ne? Und deswegen läuft er ewig. Also kann man mal machen, also habe ich auch schon ausprobiert, ich habe mir dieses Blutzucker, ne? Und dann habe ich mal ordentlich und dann ging der wirklich 30 Punkte runter.
Also man muss halt mal mit verschiedenen Mahlzeiten ausprobieren. Manchmal geht der auch sowieso runter. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sich da selbst Aber so ein verarscht. Baden-Push-Up, der schadet ja nicht. Nee, der schadet ja nicht, Das ist genau. das Gute Du daran. wirkst so ein bisschen als hyperaktiv, wenn du da, okay, wenn da ein Tisch ist und es merkt ja keiner so Ja, im Büro, ne? Aber genau. ja, ist ein Trick, sollte man ruhig nutzen. Wir hatten vorhin nochmal was ich gerne aufgreifen möchte, was ganz wichtig ist. Du hast ja so gesagt, das muss alles so ein bisschen zyklisch ablaufen. Ja? Ja, so ein bisschen Und gemäßigter. wir haben ja eine ganz unterschiedliche Grundregelsysteme in unserem Stoffwechsel. Ob das Säure-Basen-Haushalt, Wasserhaushalt, Sauerstoffhaushalt, Elektrolythaushalt ist. Auch da, wenn man die genau anguckt, sieht man, die sind nie so. Nee, Ja? nee. Und man kann das ganz gut sehen. Ein wichtiger und auch leicht zu überprüfender Selbstregelmechanismus ist der Säure-Basen-Haushalt. Auch der darf nicht so sein. Und das kann man leicht überprüfen, indem man mit einem einfachen Trick regelmäßig mal seinen Speichel-pH-Wert misst mit dem Messstreifchen oder den Zum Urin-pH-Wert Beispiel. jedes Mal. Da kann man sehen, wenn das immer so eine gerade Linie ist, dann stimmt was nicht. Ja? Das macht der Zucker übrigens auch, der macht Laktat viel. Wenn du den Ja, nicht mehr ja, richtig ja. verarbeitest in der Zelle, bildet die Zelle Laktat. Und schon Das, landen wir im sauren Milieu ja. und das wollen wir nicht. Nein. Das wollen wir nicht. Ja. Das ist ja eben auch so ein Thema. Da hängen dann auch Folgeerkrankungen dran. Ne? Saures Milieu begünstigt zum Beispiel die Entstehung von Krebserkrankungen, hat der Otto Heinrich Warburg schon in den 1930er Jahren herausgefunden. Also da hängen ja eben die Sachen auch zusammen. Und das kann man alles leicht ohne Aufwand auch selber überprüfen. Mühsamkeit. Man muss es halt tun. Ne? Das ist Ja, ich weiß, das die Wichtige. Eigenverantwortung ist immer sowas unangenehm, aber eigentlich ist es toll, wenn du irgendwann mal siehst, du hast die Macht selber. Also Eigenverantwortung ist ein ganz wichtiger Begriff. Und wer sich mit dem Thema beschäftigen will, fällt mir gerade ein. Reinhard K. Sprenger und das Prinzip Selbstverantwortung. Hat nichts mit Ernährung zu tun, sondern mit Selbstverantwortung. Das ist ganz gut, kann man gute Anregungen rausholen. Was haben wir denn noch für, wenn wir so nochmal zurückkommen auf die Ernährungszusammensetzung, Kohlenhydrate, gibt es da noch was interessant sein könnte? Ja, vielleicht mal so Kurven, ne? Wollen wir uns mal ein paar Kurven anschauen? Ich hätte jetzt mal, diese ist ganz anschaulich. Ich habe noch eine zweite, die ist ein bisschen komplizierter, aber auch wertvoll. Ich Ja. hake gerade noch mal ganz kurz ein. Du hast das vorhin mit den Kartoffeln gesagt und da wollte ich eigentlich noch was gerne ergänzt haben. Meine Schwiegermutter war Hauswirtschaftslehrerin und hat in ihrem Haushalt Frauen ausgebildet als Hauswirtschafterinnen. Und ich bin dann sozusagen mit ihrer Tochter in einem Haushalt auch entwickelt worden zu guter Ernährung, ja, auf eine besondere Weise, ja. Ja. Und da war das Thema, der Blutzucker war sicher nicht so ein besonderes Thema, aber wie man sich ernährt schon, ja, wie man sich gesund ernährt. Ja. Und Kartoffeln gerne, Pellkartoffeln machen, die 2 Tage stehen lassen, anschließend in die Pfanne reiben, mit wenig Öl, Rösti draus machen, dazu Ja. ein Spiegelei oder auch zwei. Und Ja. vorher gab es immer eine große Portion Salat. Salat. Ja, Interessant, ja. also das sind, es ist gar nicht so schwierig, ja, und schmeckt auch noch lecker dazu. Ja, das ist mir noch eingefallen zu diesem Thema. Ja. Und meine Frau hatte dann immer das auch manchmal so gemacht, dass wir Rösti, Spiegelei und Spinat zusammen gemacht haben. Anstelle von gekochten Kartoffeln, die man ja üblicherweise da macht, gab es eben das bei uns auch mit Rösti zusammen. Auch das ist lecker und unterstützt so das, was wir gerade so Genau, besprochen haben. Und genau. Spinat ist ja gerade auch eines der Gemüse, die ganz besonders gut Es ist sind. eigentlich gar keine Wissenschaft. Wir müssen eigentlich nur wieder zurück zum Ursprung. Klingt Ja. so blöd, aber es ist eigentlich nicht kompliziert. Aber wir sind so ja, von der Umwelt so getriggert, dass man sich da bewusst wirklich so ja, von trennen muss. Man muss eine Entscheidung treffen. Das ist wirklich ein Entscheidungsprozess, weil die Spätschäden, über die haben wir noch gar nicht geredet. Kommt direkt noch drauf, Okay, ja. gut, weil das ist woran wir leider meistens sterben, sind einfach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Ne? Und das ist leider immer im Zusammenhang mit der blöden Insulinresistenz steht es in Verbindung. Ja, hier habe ich mal einfach mal zwei Grafiken nebeneinander. Da sieht man einfach mal die unterschiedlichen Blutzuckerverläufe, wenn man jetzt diese Lebensmittel, hier links ist es ja mal Kidneybohnen im Vergleich zu Kartoffeln, zeigt.
Das sind jetzt mal gerechnet immer auf 50 Gramm Kohlenhydrate, die man über dieses Lebensmittel zu sich nimmt. Also nicht 50 Gramm Kartoffeln und 50 Gramm Kidneybohnen, sondern 50 Gramm Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln und Wichtig Kidneybohnen. zu wissen, Ja, das genau, ist ja. nämlich ganz wichtig. Das ist dieser glykämische Index. Das ist eine konstante Größe, die mir aber schon mal ein paar Informationen gibt. Ich würde sie nicht als super bezeichnen, aber der Wert ist schon mal ganz brauchbar, weil da sieht man zum Beispiel mal den krassen Kontrast, was macht eine Kartoffel mit meinem Blutzucker und was schafft eine Kidneybohne? Man könnte da jetzt auch Erdnüsse hin positionieren, weil die sind ja auch Hülsenfrüchte, weil sie einfach durch hohen Ballaststoffanteil und bei den Kidneybohnen halt mehr Protein und komplexe Kohlenhydrate, also eine schwer zugängliche Stärke, sage ich mal auch, ist da drin. Und während in der Kartoffel sehr leicht zugängliche Stärke, nicht so viel Ballaststoff wie bei der Kidneybohnen und auch kein Fett. Also die Kartoffeln enthalten so gut wie kein Fett und da haben Hülsenfrüchte immer höheren Anteil. Gerade Sojabohnen zum Beispiel. Sojabohnen wird ja auch Sojaöl draus gewonnen. Das Ganze lässt natürlich den Blutzucker geringer ansteigen. Das war mal eine Blutzuckerkurve. Rechts daneben hast du dann die ganzen verschiedenen die verschiedenen Zuckerarten gesehen. Da sieht man, dass die Glucose, das ist der Traubenzucker oder auch die Saccharose, das ist unser Haushaltszucker, viel höher dem das Blut ansteigen lässt als zum Beispiel Fructose, was wir eher in Früchten haben. Kleine Früchte haben wir immer eine Mischung aus allem, aber die Fructose an sich steigert den Blutzucker erstmal nicht so sehr, ist aber leider nicht so gut für die Leber. Also das stresst die Leber, wenn wir dann fruchtzuckergesüßte Getränke besonders trinken oder eben so Unmengen Smoothies. Das ist leider viel Fructose, womit die Leber halt klarkommen muss, ne? Da auch wieder mein Stichwort Bitterkräuter, gut für die Bitterkräuter, Leber. genau. Entscheidender Punkt. Bei den Bitterkräutern übrigens relativ banal. Ich habe Bitterkräuter vor einiger Zeit kennengelernt und sie haben einen festen Platz in meinem Haushalt. Und ich habe das beim letzten Mal auch schon gesagt, in meine Salatsoße enthält zwingend einen kleinen Messlöffel Bitterkräuter. Ja? Guck an. Und das Ja. passt gut zusammen. Also ich habe immer so etwa ein Teelöffel, ein Esslöffel Olivenöl, ein Esslöffel Essig, eine halbe Zwiebel fein gehackt, eine Knoblauchzehe und Senf? Senf Ja? und ja, Senf Gell? und auch ein kleines bisschen Mayonnaise tatsächlich, ja, und ein kleines bisschen Milch und dann dazu eben noch einen Esslöffel von den Bitterkräutern, alles schön rühren und Ja, ist super super. lecker. Jetzt haben wir gerade eben die Kidneybohnen im Fokus gehabt. Mir fallen noch ein Linsen, Erbsen, so generell Hülsenfrüchte. Mögen wir die? Also ich mag die sehr gerne, weil ich natürlich so ein bisschen eine vegane Vergangenheit habe. Also ich bin da ja ganz undogmatisch heutzutage, aber ich habe sehr viel mit Hülsenfrüchten gemacht. Und da würde ich auch empfehlen, wenn man damit einsteigt, fängt man vielleicht nicht gerade mit Kichererbsen und Kidneybohnen an, weil die haben viel Blähpotenzial, ne? Zwar helfen da Bitterkräuter, aber ich würde immer sagen, fangen klein an, also mit den Linsen sind am verträglichsten und dann auch nicht auf die Dosen und auf die Konserven Nee, zurückgreifen, weil frisch, die immer ja. viel blähungsintensiver sind, als wenn man die selber zubereitet. Ich würde dann sagen, einweichen über Nacht und dann entweder normal kochen. Die größeren Hülsenfrüchte sind gut, wenn man die im Schnellkochtopf macht. Muss man aber nicht, kann man, aber die sind dann Mach ich. bekömmlicher. Und was ich gerne mache, Linsen ankeimen. Ich keime mir die immer an, weil dann sind die ja von 10 Minuten, 5 Minuten gar. Also ich lasse die einfach über Nacht einweichen, dann gieße ich das Wasser weg und dann lasse ich die unberührt mit dem Deckel drauf in einem Topf stehen, einfach auf dem Herd, einfach stehen lassen. Innerhalb von 2 Tagen sind die angekeimt. Dann packe ich die in ein Glasbehälter oder einen Tupper, kann man die in den Kühlschrank tun, dann kann man sich immer portionsweise was rausnehmen und das ganz schnell zubereiten. Kann man auch super gegart für Salate benutzen. Ein bisschen kann man die auch roh essen, sollte man aber nicht viel davon essen. Dann hast du viel mehr B-Vitamine da drin als vorher und das ist ja super für einen Diabetiker. Du hast mehr Protein drin, was super ist. Sie schmecken auch noch besser, sie schmecken nussiger. Also ich finde sie lecker. Sie werden ein bisschen süßer, weil die Stärke abgebaut wird, was gar nicht schlimm ist. Also das sind immer so Tricks. Ein bisschen Essig dabei, dann wird es auch noch ein bisschen bekömmlicher. Wenn man da in die Suppe macht, man ja Klassiker, ist ja auch in die Linsensuppe so ein Schuss Essig rein. Genau. Ja, Zitrone. Wenn der Diabetes diagnostiziert ist und behandlungsbedürftig, dann gibt es ja verschiedene medizinische Maßnahmen, über die wollen wir gar nicht sprechen. Das ist dann auch eine Sache des Arztes. Aber wir haben auch so ein paar Dinge, die ich ganz spannend finde. Wir haben eine unglaubliche Menge an Studien, wo man sehen kann, wie antioxidatives Wasser mit Wasserstoff, das auch noch einen basischen pH-Wert hat, offensichtlich Einfluss nimmt auf unseren Stoffwechsel und auch dem
präventiv sowieso, aber auch dem Typ 2 Diabetiker hilft, möglicherweise Medikationen zu vermindern, aber die ganze Stoffwechselsituation auf jeden Fall dramatisch zu verbessern. Und das finde ich ganz spannend, weil ich denke, dann kommen wir nochmal zurück auf dieses Thema oxidativer Stress. Das ist ja das, was dieses wasserstoffreiche Wasser mit dem basischen pH-Wert eben kann, den oxidativen Stress vermindern, weil es eben in der Lage ist, die freien Radikale, die in der Zelle ihr Unwesen treiben, zu vermindern. Ein namhafter Forscher, Sanetaka Shirata, hat auch Untersuchungen gemacht und konnte eben zeigen, dass unter diesem Einfluss des Wassers die Menge an freien Sauerstoffspezies um 30% vermindert wird. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, der da, wie ich finde, eine ganz wichtige Rolle spielt. Ganz unabhängig davon, wir haben jetzt schon so ein bisschen was gehört, was ist dieses Thema Ernährung anbelangt. Nochmal so dieses Stichwort Kartoffeln liegen lassen. Man muss nicht Rösti draus machen, man kann auch was anderes draus tun. Ja. Nur ganz wichtig, wenn ich die Rösti mache oder die heimischen Bratkartoffeln, die vielleicht hier, man muss da keine 27 Esslöffel Öl in die Pfanne packen, sondern da genügt ganz wenig. Da wäre vielleicht noch ein Stichwort. Also zum Beispiel braucht der Körper leider kein Insulin, um Fett zu speichern. Also das, gerade wenn man sich überkalorisch ernährt, dann wandert alles Fett, was man isst, mehr oder weniger in die Depots. Das ist das Gemeine daran. Und das wollen wir nicht. Das ist, ja, es ist lecker, aber da kann man lernen, auch sich umzugewöhnen. Und dass man es vielleicht in dem Moment dann abmisst, dass man sagt ganz bewusst, ich nehme hier jetzt einen Esslöffel und mach das vorher da drauf, bevor ich in die Pfanne mache. Genau. Ja, weil ja. Sonst so gieß, ne? Ja, ja, genau. Das ist, sind so Kleinigkeiten, ja, ja, aber die sind wichtig. Schon, ja, genau. Genau. Und die Pfanne, die heute in der Küche benutzt wird, die hat einen wesentlichen Unterschied zur Pfanne meiner Großmutter. Da klebt das Ei nicht an beim Braten, auch wenn man kein Öl in der Pfanne hat, ja, oder nur ganz wenig. Ja. Die sind natürlich immer auch, ne, da sind diese Ewigkeitschemikalien leider in diese Beschichtung, muss man mal aufpassen. Also dabei Pfannen ruhig ein bisschen mehr Geld ausgeben oder eine gute Gusseisen, die man ordentlich vorher ja, nicht so lange bearbeitet, dass die dann auch nicht mehr so viel auch. Fett braucht, dann das geht stimmt, das aus. Ja. Muss einfach wieder zurück, sage ich ja auch wieder, zu einem Ernährungs-Know-how, was ja immer da war. Ja, klar. Sich wieder darauf zu berufen, ja, klar. Ist zwar nicht so sexy, wie jetzt die neuesten Produkte zu kaufen, aber es rächt sich leider, wenn wir es nicht tun. Ne? Diese Bequemlichkeit, die holt uns nachher ein und die Zeit, die wir jetzt gespart haben am Essen, die sitzen wir nachher in den Arztpraxen und die investieren wir dann auch in dementsprechend Behandlungen, weil ich weiß nicht, ob die Krankenkasse dir immer die besten Leistungen gibt. Die besten Leistungen musst du meistens selber bezahlen und ein gutes Essen ist nun mal, also ich persönlich glaube, ich gebe mein meistes Geld fürs Essen aus. Ach so. Weil da bin ich ganz, bin ich so, also da geiz ich nicht. Dafür geizt sie vielleicht eher bei Unterhaltung oder Reisen. Ja, es hat halt jeder unterschiedliche Prioritäten. Und klar, man muss dann irgendwo anders das Geld einsparen. Aber das ist für mich persönlich in der Lebensqualität. Und ich habe nur diesen einen Körper. Und ich möchte ihn nicht nachher nur reparieren. Ne? Ich möchte den möglichst lange fahren, den Wagen. Das ist eine sehr gute Einstellung. Was die PFAS, diese Stoffe in der Pfanne anbelangt, bin ich bei dir. Die sind alle nicht so gut, ja. Die findet man auch bisweilen im Wasser schon, das ist auch nicht so schick, muss man dann rausfiltern, kann man aber gut. Nein, ich denke eher an so Keramik beschichtete Pfannen, die halten noch nicht so lange. Ja, wenn es gut ist, also die sind die richtig guten sind, aber dann tatsächlich richtig teuer, ja. Das funktioniert auch gut. Aber da kann man Lösungen finden, kann man auch. Man kann auch ohne Öl anbraten. Kann man ein bisschen probieren. Man kann mit ein bisschen mehr Zeit Zwiebeln locker anbraten, ohne dass da alles verkokelt. Also das ist auch ein bisschen mehr Zeit, muss man damit bringen. Vielleicht 5 Minuten mehr. Und wer es ganz klug machen will, der liest die Wasserfibel. Da kann man nämlich zum Beispiel lesen, dass man, wenn man das saure Wasser nimmt, das dann entsteht, wenn man basisches Wasser produziert, das kann man auch in die Pfanne packen anstelle von Öl. Und das hat eine astringierende Wirkung. Es zieht also, wenn du jetzt zum Beispiel Fleisch anbraten würdest, zieht auch die Poren schneller zusammen und es ist kein Fett dabei. Hat auch Charme. Nochmal eine Kurve zurück. Wir waren noch an einem wichtigen Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, was für Konsequenzen hat das denn? Ja? Was sind denn so die Folgen, wenn man sich auch damit beschäftigt oder wenn wir das zu spät merken? Also ganz wichtig, so dieses Thema früh erkennen.
wenn wir an die Dunkelziffer denken von rund 2 Millionen Diabetikern hier, dann finde ich das ganz wichtig, was die Nadja vorhin auch gesagt hat. Mensch, es ist nicht teuer, seinen Blutzucker zu kontrollieren. Genauso ist es nicht teuer, seinen Säurebasenhaushalt mal zu gucken mit Messstreifen und sowas. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger erster Ansatz, wo man schnell eine Sicherheit finden kann, bin ich im grünen Bereich oder ist es schon so an der Grenze? Und wenn es so knapp an der Grenze ist, tut es ja nicht weh, wenn man was dann kann verändert. Man was Ich sage verändern. auch mal, manche müssen es auch gar nicht wissen. Manche, die jetzt vielleicht zuschauen, haben gar kein Problem damit, Ja. hoffe ich. Und dann trotzdem ein paar Sachen verändern, weil dann kommt es erst gar nicht dazu. Weil der Arzt natürlich, der hat immer so Toleranzwerte, die mir meistens zu hoch sind. Wir machen ja auch diese Glukosetoleranztests, Ja. die dann auch nach 2 Stunden erst messen. Ja, und was ist in der Zeit dazwischen? Man muss doch auch nach einer halben Stunde mal gucken, wo ist denn der Blutzucker gewesen? Wenn der bei 200 war, dann ist das schon pathologisch. Da gehört er nicht hin. Also ich habe das selber mit meinem Blutzuckermessgerät dann gesehen, wow, wie hoch kann so ein Blutzucker? Den würde ich ja gar nicht sehen, wenn ich Nee. nur nach einer Stunde Ja. messe oder nach 2 Stunden. Die Ja. messen halt meistens nur nach einer Stunde und 2 Stunden, dann messen sie aber auch nicht den Insulin. Der wäre nämlich auch noch sehr interessant zu sehen. Habe ich denn viel Insulin produziert? Weil du kannst einen super Blutzuckerwert haben, wenn du ordentlich Insulin produzierst, dann ist der normal. Deswegen ist der Blutzucker natürlich, ne, aber wir haben nun mal nicht alle Möglichkeiten bei uns zu Hause und da ist Blutzuckermessen schon eine Möglichkeit. Aber deswegen auf ein paar Symptome achten, auch Hornhautbildung, also ich weiß nicht, ob ich erwähnt hatte, Genau. vermehrte Hornhautbildung an den Füßen. Also man kann schon Pilzerkrankungen, die häufiger auftreten zum und vielleicht ein Beispiel bisschen Wunden, die nicht Durchblutungsstörungen, so schnell heilen, sind ja, so hatten wir schon, hat man genau. ja. Wir haben noch also ein Thema noch gar nicht gestreift. Was hat es denn für Konsequenzen, wenn man Länger. Diabetes Typ 2 hat und nicht Ja. gut aufpasst und das auch nicht gut behandelt wird? Was passiert denn da? Das Hauptproblem sind Durchblutungsstörungen. Also und die kleinen Gefäße trifft es zuerst. Also Retinopathie ist, wenn diese Retina, die Netzhaut, nicht mehr richtig durchblutet wird. Dadurch kriegt man erst verschwommenes Sehen und dann bis zur Erblindung. Das ist ziemlich übel. Dann die kleinen Gefäße in den Nieren. Wir haben heute die meisten Leute, die wegen Transplantation auf den Intensivstationen liegen oder auf eine neue Niere warten, sind Diabetiker. Wahnsinn, ne? Also ich hätte das nie gedacht, aber ich habe mal ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und da ist mir das erst bewusst geworden, dass diese Leute, die da sitzen, Diabetiker alle sind. Also alle, die längerfristig das geduldet haben, einfach nichts gemacht haben, weil es ja nicht wehtut, ne? Dann Durchblutungs, alle dann Herzinfarkt, Schlaganfall, weil es ja auch zu Thrombosen ist, man neigt zu Thrombosen. Also es betrifft vor allem Herz-Kreislauf-System. Und da alles durch Blut versorgt wird, haben wir natürlich, also auch die Nerven werden durch Blut versorgt oder funktionsfähig erhalten, dann haben wir diese Polyneuropathien, das heißt, wir haben diese Empfindungsstörung in den Füßen ganz besonders. Wir merken nicht mehr, wenn wir uns vielleicht wenn's blutet, dann heilt das nicht mehr richtig, dann entstehen offene Beine im schlimmsten Fall. Aber es fängt meistens an mit einfach, na, manchmal auch so komische, man sieht das manchmal im Urlaub, ich sehe auf Gran Canaria, wenn ich dann so spazieren gehe, dann sieht man ja manchmal so Übergewichtige so durch die Gegend laufen und dann gucke ich mir die Beine an, die sind oft so komisch gerötet. Das ist so ein Zeichen, da ist schon was mit den Gefäßen nicht in Ordnung, ne? Und das ignorieren viele Leute einfach. Also es sind vor allem, sage ich mal, die Durchblutungsstörungen, die sind unser Hauptproblem, was in Diabetes ist. Und das hat halt natürlich massive Folgen, ne? Klar, das kann ja der Fußzeh, der vielleicht erst betroffen ist, wird schnell zum Bein und dann gibt's dann Amputation kommt die schlimm. chirurgische Lösung und die ist endgültig, ja, dann ist das Bein weg, ja. Deshalb, also das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen fatal an. Es ist aber nicht Es fatal, ist. es ist faktisch, ja. Ja, und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, das ist so ein Thema, Blutzucker, wo man mit so einfachen Mitteln ganz viel bewegen kann, also wo man präventiv einfach was tun kann. Ja. Ich kann mich entscheiden, ob ich ein Weißmehl benutze oder Falkos Brot. Ich kann mich entscheiden, ob ich mir selbst eine Mühle zu Hause hinstelle und mir gutes Getreide kaufe und es mahle und meine Sachen selber mache. Oder ob ich Milchschokolade esse oder ganz dunkle Schokolade. Ganz Das kann ich sind entscheiden. Ja, ja, Kleinigkeiten, ja die ich klar. tauschen kann. Das fängt schon an. Das Spiel ist Gummibärchen oder Schokolade. Ne? Oder Nüsse. Ja, Nüsse oder sind Nüsse. immer ein Ja, super perfekt. Ja. blutzuckertoleranter Snack. Der hat zwar Kalorien, aber er hat ja ein großes Ja, Sättigungspotenzial. ich kann auch ungesalzene Erdnüsse nehmen. Zum Ja, Beispiel, auch ach, das. ich sehr gerne. Kannst du auch vorm Frühstück, ich esse die manchmal gerne zum Frühstück. Einfach Frühstück Ah, gute vorweg. Idee, Das ist absolut. ein super auch. Also gibt so ganz kleine, ich habe das alles ausprobiert. Ich rede aus Erfahrung, weil ich wissen wollte auch, was macht mein Blutzucker, was gefällt ihm nicht, wie lange bin ich satt, wie bin ich auch psychisch drauf. Ja. Also wenn man diese Achterbahn dauernd hat, wir haben jetzt ja noch nicht mal so Achterbahnen, habe ich glaube ich gar nicht dabei, aber wenn man immer so
hohe Spitzen und Abfälle hat, dann ist man psychisch, man wird hangry, also man wird angry und hungry, hangry, also hungrig und ärgerlich, wenn man dann nicht gleich wieder was bekommt. Und wenn man einmal so weit da oben war und dann abgestürzt ist, dann will man leider wieder Zucker. Man will dann nicht Hähnchen mit Gemüse oder so. Man will dann gerne Spaghetti oder ein Croissant. Und das ist blöde. Man kommt da auch nicht nur raus, wenn man am nächsten Morgen oder an der nächsten Mal sich irgendwie zwingt, es anders zu machen, weil man kriegt nicht auf einmal Bock auf Gesundes. Das ist meine Erfahrung. Ich wache nicht morgens auf und denke, boah, jetzt hätte ich aber Bock auf so richtig Gemüse und so. Nee, man muss einfach anfangen und irgendwann ändern sich die Geschmacksknospen und du siehst ja auch, dein Körper hat ein stabileres Energieniveau. Du kippst nicht mehr so ab und du wirst auch, also es ist einfach ein viel schöneres emotionales und psychisches Empfinden, wenn dein Blutzucker stabil ist. Du bist viel stabiler, du bist leistungsfähiger. Also es belohnt nur. Und das habe ich einfach erlebt. Und dann sage ich, warum bin ich so blöd und fange morgens immer mit dem Porridge an, wenn es mir danach nicht gut geht? Ja, auch wenn das so angeblich so gesund ist, mir hat es nicht gut getan. Oder Obst, ne? Ich habe lange Zeit nur Obst morgens gegessen, weil ich dachte, das ist super. Ja, der Blutzucker geht schnell hoch. Und weil man morgens so insulinsensitiv ist, geht der aber rasant wieder Wieder runter. runter. Dann hält dir das höchstens 2 Stunden, anderthalb, dann hast du so einen Hunger. Und dann hast du selten Bock auf was Herzhaftes, sondern jetzt könnte ich nochmal so, ne? Ein Brötchen oder nochmal Keks, oder? Ist ganz blöd. Diese Tricks, ja, lohnen sich Ich zumindest. denke, wir haben im Hintergrund in der Regie die Anke sitzen und die hat fleißig ihre Fragen notiert. Ich werde jetzt eben einfach gleich mal um die Ecke gehen und zur Anke hin und mal schauen, was wir an Fragen haben und die gucken, dass wir die beantworten. Ganz unabhängig davon, vielleicht vorab noch ganz kurz so, wer noch ein bisschen zum Thema Diabetes nachlesen will, in Nadjas Buch Toxfrei, Selbsthilfe und Prävention mit Krebs, da gibt es auch einiges zum Thema Blutzucker Ja, zum da gibt es ja Nachlesen. grundsätzlich über gesunde Genau, Ernährung. Und eine ja. gesunde Ernährung ist immer gut für den Blutzucker. Also das ist, aber da sind ganz viele Informationen Genau, noch es sind viele dazu. Informationen Aber drin. es ist kein Diabetesbuch, ne, Ist sage kein, ich dazu. ja, klar, ja, klar, aber Ja. es ist ja immer ganzheitlich. Also, wir wollen ja auch so präventiv, so einen präventiven Gedanken mitbringen. Ja. Und wer sich mit dem Wasser beschäftigen mag, der kann beim Ingomar Schwelz nachlesen über das Wasser des Lebens. So, dann bin ich eben mal schnell um die Ecke und dann schauen wir mal, was es für Fragen gibt. Sind wir hier. Die Anke, danke, dass du da bist und das alles schön für uns machst, Gerne. hat ein paar Sachen aufgeschrieben und dann gucken wir mal. Genau. Einmal die Frage, wo kann man denn noch mehr nachlesen über die Anzeichen der Insulinresistenz? Puh, habe ich da jetzt einen Buchtipp? Nee, aber ich finde schon viele Bücher vom Nikolai Worm nicht schlecht. Der hat ja diese Menschenstopfleber, dieses Buch, die Menschenstopfleber, geschrieben. Der ist ja so ein bisschen der Low-Carb-Papst in Deutschland. Dann gibt es ein Buch, das heißt das die Blutzuckerrevolution? Das ist von einer Französin, die schreibt ganz viel über, wie man so seinen Blutzucker kontrollieren kann, aber das müsste man nachreichen. Da weiß ich nämlich nur. Nee, da weiß ich den deutschen Titel leider nicht. Ansonsten einfach, wenn man den Begriff Insulinresistenz mal bei ChatGPT, ne, eingibt oder einfach bei Google, man findet ganz, ganz viel, was das ist, und was genau dahinter steckt. War das die Frage mit, was es ist oder was man dann machen kann? Genau, wo kann man noch mehr über die äußeren Ach so, ja, die Anzeichen sind ein auch bisschen nachlesen? schwieriger. Vielleicht aber, wenn man es so konkret mal eingibt, mag sein, dass das auch schon was ausspuckt, aber es ist eben nicht so bekannt. Man findet es mehr im englischsprachigen Bereich. Also wenn man das dann als englischen Begriff eingibt, wird man mehr finden. So, wir haben ja aber auch vorhin ein paar Sachen gesagt, wo man gar nicht viel nachlesen muss, weil es ist ja relativ einfach, misst deinen Blutzucker. Ja? Du siehst es schnell selber. Ja? Denn
wenn die äußeren Anzeichen da sind, dann ist man schon an einem Punkt. Dann ist man schon länger, dann ist es schon kritisch, wenn ich das mal so ein bisschen ketzerisch sagen darf. Deshalb ist es viel wichtiger, glaube ich. Es ist kein großer Aufwand, seinen Blutzucker zu messen regelmäßig. Und es kostet auch nicht viel. Man ist damit auf jeden Fall sicherer, weil man früher weiß, was los ist. Und man kann auch schneller intervenieren. Und wir haben ja auch gehört, was man tun kann, um das in den Griff zu bekommen. Und ansonsten einfach diesen HbA1c beim Arzt fragen, ob man den einfach nehmen kann. Das macht er meistens, ohne dass er extra Kosten berechnet. Ja. Und wenn, sind es, weiß ich nicht, 20 Euro. Ja. Und dann weiß man ja, wie es die letzten 3 Monate war. Weil das sagt mir, was mit meinen roten Blutkörperchen passiert ist. Genau. Und dann geht man einfach beim nächsten Mal, fragt man wieder nach dem Wert. Wenn der runtergegangen ist, dann sieht man ja schon, man hat irgendwas richtig gemacht. Genau, so ist das. Wenn man also sich nicht stechen will. So, Anke, was hast du noch? Und dann nochmal Gemüse roh oder gekocht? Oh, da bin ich recht liberal. Also wenn man es natürlich roh isst, muss man mehr kauen, dann hat man meistens einen stärkeren Sättigungseffekt. Aber man nimmt natürlich dann nicht so viel Gemüse auf. Und der Trick ist ja schon, ein bisschen mehr Gemüse aufzunehmen, weil wir dann mehr sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe aufnehmen. Die Ballaststoffe bleiben nämlich unverändert. Also die Ballaststoffe die gehen nicht kaputt durchs Kochen in dem Sinne. Die bleiben für unsere Darmbakterien nach wie vor Ballaststoffe. Also ich würde immer sagen, so wie es gut toleriert wird. Meistens junge Menschen kommen mit Rohkost besser klar als ältere Menschen. Manchmal ist auch eine Frage der Uhrzeit, also manchmal ist abends nicht mehr so toll, wie es vielleicht mittags noch gut ist. Also da würde ich sagen, das, was man verträgt und was man auch mag. Also einen Salat würde ich jetzt nicht unbedingt kochen, kann man aber. Die Chinesen hauen auch Salat in die Pfanne. Aber ich würde da immer sagen, nach Verdaulichkeit, nach Bekömmlichkeit. Also. Wir hatten vorhin das Thema mit Rührei mit Tomate. Und da ist die Tomate im Rührei natürlich auch mit in der Pfanne drin. Ja, und wenn die Tomate gekocht ist, ist die besser als roh? Ja, also man nimmt teilweise natürlich bestimmte sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe besser im gekochten Zustand aus, aber manche leiden auch unter der Hitze. Also man kann nie sagen, gekocht ist immer besser als roh und roh ist besser als gekocht. Ich würde immer sagen, beides. Die Tomate ist ganz günstig, wenn man sie wirklich kocht. Also viele vertragen sie auch dann ganz ein bisschen besser. Nicht immer, aber... Und man nimmt natürlich größere Mengen zu sich. Und ich würde das Rührei, wenn ich es toppen würde, was, sag ich mal, Diabetes angeht, dann würde ich immer Pilze mit reinpacken und auch viel, viel frische Blattpetersilie. Mhm. Das ist sehr lecker. Oder man kann ja auch getrocknete Tomaten mal nehmen für ein schönes Aroma. Und man kann es auch vegan mit Tofu-Rührei machen. Man kann auch Tempeh benutzen für solche Sachen. Also, ne? Ja, also für jeden ist, denke ich, was wir dabei. Wir wollen ja keine Ernährungsphilosophie irgendwie jetzt hier vorantreiben. Genau. Und dann gibt es noch eine Frage zu der Brotbackmischung von Falco. Wo bekommt man die? Ich weiß es nicht, bestimmt nicht im Geschäft, aber das ist nicht so schwierig. Es gibt ein Medium, das heißt Internet, zu weit ist es nicht abgeschaltet. Und da gibt es Suchmaschinen, Falcos Brot eingeben, dann wird man das bestimmt irgendwo finden. Ja. Da habe ich aber noch einen Tipp übrigens, Johannes. Es gibt einfach bei auch DM und allen möglichen Naturkostläden dieses Saatenbrot. Das ist einfach ein Brot, das ist aus Saaten gebacken, wie Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen, Leinsamen. Meistens wird es abgebunden mit Haferflocken, nicht immer. Manchmal ist es auch nur ein bisschen Chiasamen oder Flohsamenschalen. Und dann hat man Low-Carb-Brot. Das ist natürlich mächtig. Man muss gucken, wie viel toleriert man davon, von der Verdauung her. Aber das macht natürlich Bombe satt und hat einen ganz niedrigen glykämischen Index, sprich auch eine niedrige glykämische Last, weil man halt wenig Kohlenhydrate zu sich nimmt und das ganz langsam ansteigt. Das kann man dann auch wirklich wieder messen. Mhm. Wenn man dann noch Avocado drauf tut oder irgendwie was mit Fett und Eiweiß, dann ist es noch schöner abgeflacht, aber es ist kaum zu toppen, was die Blutzuckerwirkung angeht. Mhm. Ja. Man muss es dann nur vertragen. Mhm. Hattest du noch was? Einfach ein großes Lob an den fundierten Vortrag. Ja. Dafür sagen wir Danke. Aber wir machen noch was. Wir fassen, ich gehe gleich nochmal wieder rüber zur Nadja und wir fassen nochmal so ein bisschen zusammen, was so die Dinge sind, die man selber gut tun kann. Das Thema Mühsamkeit ist ja schon vielleicht ein schwieriges Wort, Mühsamkeit. Aber ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren sein, es ändert sich nichts, außer man ändert etwas. Und wenn man etwas ändern will, hat das immer etwas damit zu tun, dass man etwas tut. Ja? Und dazu kann ich stets nur ermuntern und sagen, Mensch,
Die Nadja hat es vorhin so schön gesagt, ich habe nur diesen einen Körper und der soll möglichst lange halten und möglichst störungsfrei bis ins hohe Alter gehen. Meine Mutter ist 90, fährt jeden Tag noch Fahrrad, geht zweimal in der Woche zum Walken und wenn das Schwimmbad im Sommer auf ist, fährt sie im Rad zum Schwimmen. Die macht das, ne? das muss man eben tun. Und man muss sich dann überwinden, auch dass man morgens um 6 Uhr aufsteht und eben rausgeht. Aber wenn man es nicht tut, dann passieren eben die Dinge. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ah, super. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, wir sind im Spiegelbild. Super, ja, ja, wir machen das. Fenster gespiegelt. Das ist ganz ordentlich. Vielleicht mache ich das dann tatsächlich so, dass ich für das nächste Webinar noch ein Operator habe, der da auf die Knöpfe drückt, wenn es nötig ist. Wenn wir so berühmt werden, dann können wir uns einen Operator leisten. Also, wir haben gerade gesagt, wir machen nochmal so eine kurze Zusammenfassung der Dinge, die wichtig sind. Woran merkt man es, dass man vielleicht schon mit dem Diabetes belastet ist? Haben wir gesagt, es gibt Hautirritationen, ja, schlecht heilende Wunden, mehr Hornhaut an den Füßen. Schnell wieder Hunger nach dem Essen. Haare irgendwo wachsen, wo man sie nicht hingehören. Genau. Wunden, die nicht gut heilen, das sind so Symptome. Also ansonsten ein Blutbild beim Arzt, mal gucken, was weicht da alles genau ab. Da ist dann metabolisches Syndrom, waren die ganzen genau Sachen mit. Ganz wichtig. Und dann, was kann man tun, ob man nun schon betroffen ist mit einem grenzwertigen Blutzuckerwert oder ein bisschen erhöhten. Generell Ernährung und Bewegung sind die wichtigsten Faktoren. Abnehmen, und also alles, was einem hilft, dabei abzunehmen, was Spaß macht, wichtig, am besten ja, das, was Spaß macht. Genau. Und wir haben gelernt, wenn wir auf unsere Ernährung gucken, dass wir die Kohlenhydrate ein bisschen in den Hintergrund rutschen lassen und wenn wir Kohlenhydrate essen, dann möglichst solche, die noch mit vielen Ballaststoffen ausgestattet sind, die dann eben auch langsamer in den Stoffwechsel gelangen. Ja. Wichtiges Thema und ganz wichtig. Kurz noch was, ja, mir wichtig ist, Mehl, also ist gerade die Mehlprodukte, egal, weil die werden heute, wir hatten das Thema ja vorhin auch, ja, diese Gewinnung des Mehls heute ist eine andere. Das wird so fein gemahlen und das geht so, ist so leicht verdaulich und steigt deswegen der Blutzucker auch so stark an. Also Mehl, ich sag mal, ganzes Getreide dem Mehl vorziehen. Wenn ich die Haferflocken mache, vielleicht statt Haferflocken lieber Hafergrütze. Also es gibt so Tricks, was man, je gröber das ist und ursprünglicher, desto weniger Blut ist. Zu dem Mehl auch ganz wichtig, hatten wir vorhin auch drüber gesprochen. Wer es mag, zu Hause eine Mühle haben mit Mühlsteinen drin und selber sein Mehl. Das ist natürlich für die Fortgeschrittenen. Das kann man tun. Und zum Thema Mehl habe ich noch so eine Erfahrung, die ich gerne weitergeben möchte. Ich hatte vor Jahren einen Bäcker in der Beratung, der eine Schwermetallvergiftung hatte und auch deswegen berufsunfähig geworden ist. Und es war dann die Aufgabe herauszufinden, was ist denn die Ursache dieser Schwermetallvergiftung und ist das eine Berufskrankheit oder nicht? Weil ein Bäcker hat ja normalerweise, wenn man jetzt sagen würde, es wäre ein Schlosser gewesen, der eine Schwermetallvergiftung hat, würde man sagen, ja, das habe ich vorher schon gewusst. Du Fuchs. Genau, wie schlau, ja. Und dann hat sich also Folgendes herausgestellt. In der Bäckerei, in der er arbeitete, gab es eben natürlich auch regelmäßig Mehl. Von einer bestimmten Mühle wurde das angeliefert. Und diese Mühle, die hatte eben ein Mahlwerk, das eben keine Mühlsteine hatte, sondern da waren die, das Mahlwerk war aus Hartmetall. Und ein Teil dieser Hartmetalllegierung, das waren eben auch Cadmium-Elemente und Nickel-Elemente. Und egal wie man es dreht und wendet, es werden immer Spuren dieser Metalle auch dann im Mehl sein. Und er hat eben eine etwas erhöhte persönliche Prädisposition von den Aufnahmen dieser Schwermetalle gehabt und hat dann morgens um 3 angefangen, seinen Brotteig zu kneten. Und über die Jahrzehnte hat er darüber die Schwermetallvergiftung entwickelt. Also daran, das ist jetzt nicht, das betrifft nicht jeden. Das holst ja mit euren Anlagen, Aquien raus. Ja, ja, das, ja, ja klar. Aber wir lassen es auch unsere Bitterkräuter untersuchen, deswegen. Genau. Jeden Tag. Das betrifft
natürlich nicht jeden Bäcker, das ist ja klar, und auch nicht jede Mühle hat vielleicht so schlechtes Mahnwerk da, aber das ist so ein Zeichen dafür, man sagt, Mensch, ich kann Mehl kaufen, das ein Bio-Siegel hat und das auch vielleicht kein 500 irgendwas ist, sondern 1000 irgendwas ist. Das kann ich selber entscheiden, das ist nicht so schwierig. Ja? Mhm. Und ich denke, das sind so die einfachen Dinge, mit denen wir anfangen können. Und wir sind auch nicht so dogmatisch, dass wir sagen, du musst jetzt vegan leben. Nee, es ist überhaupt ja auch nicht. Außer das Diskussion. Völlig gut. Aber das Wichtige ist, glaube ich, wenn ich Gemüse kaufe, dann gucke ich eben, stammt es aus biologischem Anbau, ist es fit und gut. Es hat auch mehr sekundäre Pflanzenwirtschaft. Das muss ich auch dazu sagen. Sobald wir Gemüse sehr viel spritzen, muss die Pflanze selber sich nicht mehr selber schützen. Sie wird ja geschützt. Also sie wird bequem. Da sind wir wieder bei Mühsamkeit. Ja, die hat es nämlich auch nicht mehr. Ja. Die hat es schön bequem. Die bildet diese Stoffe nicht mehr. Und das sind genau die das ein bisschen bitter machen und die das halt auch vom Nährwert sehr interessant machen. Wir hatten bei unseren Hintergrundarbeiten zum Thema Antioxidativität auch viel Kontakt mit dem Professor Manfred Hoffmann, das ist ein emeritierter Lebensmittelverfahrenstechniker und sein Lebensthema war das Gesunde in Lebensmitteln. Der hat den Redoxwert untersucht, also die antioxidative Kraft, die irgendwo drin steckt, und hat dann eben auch Gemüse und Obst untersucht von Biobauern und von konventioneller Landwirtschaft und so weiter. Ja. Und da kann man interessante Sachen sehen. In der konventionellen Landwirtschaft findet man heute auch kaum noch Reste von Spritzmitteln oder Ähnlichem. Das haben die ganz gut im Griff. Ja. Aber der Redoxwert ist trotzdem schlecht. Ja, das biologisch Angebaute hat bessere antioxidative Kräfte, mehr sekundäre Pflanzenstoffe drin, und da steckt die Lebensenergie eben noch tatsächlich drin. Deshalb lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen oder zu sagen, ich greife eben auf Bio-Anbau-Gemüse zurück. Eben nicht unbedingt wegen Vitaminen und Mineralstoffen, aber gerade wegen dieser sekundären Pflanzenstoffe, weil die Pflanze bildet die ja für ihren eigenen Schutz. Achso, das war übrigens auch ein Thema. Auch der Vitamingehalt und so, das war fast alles ähnlich, aber eben die antioxidative Kraft, das ist eben Und der Mineralstoffanteil, je nachdem Spurenelemente, manchmal weichen ein bisschen ab. Das wegen kann Boden, ich Bodenqualität. Das kann ich jetzt, besser. Weiß ich nicht, tatsächlich nicht mehr genau, aber da hast du völlig recht. Und auch wenn ich Fleisch oder Fisch kaufe, ich kann mich immer entscheiden für die bessere Bioqualität. Ja? Und dann kann ich auch entscheiden, wie oft esse ich dann in der Woche oder im Monat Fleisch oder Fisch. Und dann kann man das auch gut abwägen. Ja. Okay. Ja, also, den Anteil an Kohlenhydraten ein bisschen vermindern und wenn Kohlenhydrate, dann welche, die viel Ballaststoffe, die viel Ballaststoffe haben, die mit reingehen. Und beim Eiweiß immer dran denken, es gibt gute pflanzliche Eiweiße. Wir haben vorhin von den Linsen zum Beispiel gesprochen. Genau, haben auch sehr schön Eisen, was also besser als andere Hülsenfrüchte. Aber es spricht nichts dagegen gegen Fleisch. Ich würde immer ein bisschen bei den Fettsäuren gucken, dass man da die guten Fette hat. Und das ist ja immer eine Frage der Gewichtung und was man sonst noch so isst. Wenn man dafür anderen Schrott nicht isst, dann ist manchmal das Fleisch wesentlich besser. Ne? Man muss das immer übergeordnet betrachten. Man kann das gar nicht so pauschal sagen. Ne? Und der abendliche Snack, den lassen wir. Das wäre super. Oder einfach früher Abendessen. Oder früher Abendspitze. Oder eine Möhre noch zum Nachtisch. Ja, oder nicht immer. Man kann ja mal, aber dass man sich so ein bisschen rausschleicht. Ne? Ja, dass man sagt, okay, nicht jeden Abend. Okay. Ja, wenn es noch Fragen gibt, ich will gerade eben mal gucken. Ich glaube, wir haben auch irgendwie noch eine E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann. Wenn Sie noch Fragen haben, die Sie bewegen oder beschäftigen, dann schreiben Sie bitte an webinar@heppenheimer.org und dann gucken wir, dass wir die Fragen auch qualifiziert beantworten. Das Webinar, was Sie heute Abend gesehen haben, können Sie unter dem gleichen Link natürlich noch dauerhaft nachgucken. Gar keine Frage. Wir bedanken uns, dass Sie heute dabei waren, wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend und vor allen Dingen schlafen Sie gut in den Vollmond. Schlafen Sie gut in den Vollmond. Gute Zeit. Genau. So. Tschüss. So. Tschüss zusammen.